Yo, was geht ab, Leute? Longbeef wieder am Start und damit willkommen zu einem weiteren Stream. Was geht ab, Leute? Ach du Scheiße. Longbeef wieder am Start. Ja, moin. Das ist der andere Stream gewesen. Läuft. Ja, was geht ab, Leute? Longbeef wieder am Start. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und heute wird mal ein komplett anderes Game gezockt, nämlich DayZ. Und ich sag's euch, wie es ist. DayZ, sobald ich das Game spiele, und vor allem, ich spiele das heute mit Fizzy und eventuell kommt dann hinterher noch Lupus, Mr. Fister dazu. Dazu sage ich nochmal was ganz anderes. Nostalgie. Einfach nur so geil, dieses Game. Ich habe das Spiel zuletzt vor 10 Jahren gespielt. So circa 10 Jahren. Das Game DayZ ist Ende 2013 rausgekommen. Ich habe es auch direkt zum Release als Early Access gespielt. Habe es ein Jahr verfolgt und anschließend kamen so Patches raus, die mir absolut nicht gefallen haben, wo die meiner Meinung nach DayZ gegen eine Wand gefahren haben. Die haben aber tatsächlich den Bogen bekommen, aber seitdem habe ich es einfach nicht mehr angerührt, weil ja, es hat einfach so einen schlechten Eindruck hinterlassen, weshalb ich gesagt habe, okay, ich zock das Game nicht. Jetzt ist es aber so, dass ich jetzt wieder ein Teammate habe oder Teammates habe, was das Game nochmal ganz anders darstellen lässt. Und ja. Ich denke mal, das wird so richtig gut werden. Wenn ich überlege, vor 10 Jahren, da war ich gerade mal 16, da hatte ich meinen ersten YouTube-Kanal. Da hatte ich tatsächlich auch nur DayZ-Content rausgebracht. Und da hatte ich tatsächlich schon meine 2000 Abonnenten gehabt. Also das ist schon heftig, wenn ich mal so zurückdenke mit 16. Wie wäre es denn gewesen, jetzt 10 Jahre später hätte ich diesen Kanal immer noch. Gut, braucht man nicht drüber nachdenken. Ist alles Vergangenheit, aber ja. Wenn ich überlege, ey, mit 16 habe ich das gespielt. Ne? Überleg mal, das ist jetzt über 10 Jahre her. Das ist krass. Das ist richtig geil. Ja, und ich freue mich schon. Auf jeden Fall. Ja, wie ihr sehen könnt, natürlich bin ich auf Twitch natürlich heute auch live. Ich werde jetzt ab sofort auch wieder YouTube und Twitch aktiv sein. Ich werde das jetzt 2 Wochen kontinuierlich machen. YouTube, Twitch. Und ja, möchte einfach nur so für mich so ein bisschen analysieren, probieren, gucken. Denn ich hatte zuvor Probleme mit dem Multistreaming gehabt, dass dann entweder Twitch nicht so richtig funktioniert hat oder eben YouTube. Okay, ich lasse es einfach mal laufen. Wie gesagt, wer es dann noch nicht gemacht hat, kann natürlich gerne bei Twitch auch ein Follow und Sub da lassen. Würde ich mich natürlich auch supporten. Und ja, dann natürlich nochmal Moin Moin allgemein in die Runde. Ich habe natürlich den Twitch-Chat offen und den YouTube-Chat. Und ja, dann wollen wir mal, denke ich mal, beginnen. Das Blöde ist, wenn ich hier bei DayZ raustappe, dann ja, ist Standbild, warum auch immer. Deswegen kann ich jetzt gleich nicht so raustappen. Hoffe ich mal, dass das jetzt alles funktioniert. Erstmal muss ich mich... Oh, Spezialsets, danke für dein Sub, vielen, vielen Dank. So. Da bin ich jetzt wieder. So. Dann gehe ich mal aufs Spiel, ne? Ich bin schon drin. Ah, du bist schon drin. Das Geile ist, Fizzy und ich, wir wollten schon eher anfangen, damit wir uns finden. Aber wir sind genau nebeneinander gespawnt. Also, mehr Glück geht gar nicht. Dragon, bist bei beiden drin. Sauber, freut mich. Moin, Spezialset. Grüß dich. Hier gefällt es dir viel besser. Ja, habe ich letztens auch gesagt. Also mir persönlich gefällt der Twitch-Chat auch viel besser. Allein schon die Emojis, diese bunten Farben. Ich finde, das ist viel ansprechender so fürs Auge. Bei YouTube hast du halt, ja, ne, nur die Farben halt, wenn du eine Mitgliedschaft hast. So. Moin, Danny. Moin, Kildor, Chaos, Finn, Dunkelwald, Ganesha und alle anderen. Oh, ein netter Mann, moin. Volker. Gandalf, Bachi, Bad Crazy, da seht ihr, wenn ich raustappe. Moin Viking! So, ja, ich bin bei dir hier. Bist du schon drin, ne? Also, ja, ich habe Maus eingestellt. Puls der Person überprüfen. Ja. Hau der Kleine auf den Dülz, komm her. Ey, was machst du denn unten? Steh auf. Warte mal. So, da, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Okay, was müssen wir machen? Wir gehen jetzt erstmal hoch zur Straße. Ja. Und suchen uns erstmal ein Schild. Ja. Ein Stadtschild. Was ist denn links, wenn da sind so 3 Fächer, rot und ein Ausrufezeichen. Ist das ein Verbindungsproblem? Das ist, yep, habe ich jetzt auch gerade. Kann es sein, dass die Lobby einfach scheiße ist? Eigentlich war der Ping relativ gut. Ja, du bist bei mir voll am Längen. Ja, du bei mir auch. Ah, guck mal, da vorne ist ein Dorf. Rennen wir mal zum Dorf.
Also alles andere ist, bewegt sich komischerweise normal, aber Spieler nicht so, ne? Du bist bei mir auch hier 5 Schritte vor, kurz warten, 5 Schritte vor. Also ich halt, es wird interessant, wenn wir andere Gegner treffen. Das wird generell interessant werden. Ich habe das Game vor 10 Jahren zuletzt angefasst und so, ich weiß, dass das alles schwerer geworden ist. In was für Ding? DayZ gibt's übrigens auch für Konsole, ne? Also, ach scheiße, hier ist ein Zombie. Kann man die eigentlich mit, ach du Scheiße. Ja, Fäuste ein bisschen hin und her tänzeln. Komm, geh da mal drüber, geh mal ins Haus, oder bist du schon hier im Haus drin? Nee, ich guck grad, wo wir sind. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Aber die Häuser, es ist alles gleich geblieben. Ist das geil. Dunkelwald, vielen Dank für die Spende. Da muss ich euch gleich mal was anderes zeigen. Ich zeige es euch gleich, ich sage es jetzt. Ich habe heute Vormittag wurde ich über Discord angeschrieben bezüglich PayPal. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich habe gesagt, okay, ja, einfach PayPal gesendet. Soll ich dir was sagen, was wir jetzt machen? Wir gehen gleich Airfield. Ja, wenn das hier ist, auf jeden Fall. Airfield, Military Base immer ganz gut. Ich weiß aber nicht, wo du jetzt bist. Ich bin immer noch auf der Hauptstraße. Auf jeden Fall Top 1, was Spenden über PayPal momentan angeht, ist. Ah, jetzt habe ich den Namen nicht. Jetzt müsste ich raustappen. Discord. Warte mal, wie heißt der denn über Discord? Ich muss jetzt raustappen. Das muss ich einfach ansprechen, weil das ist sagenhaft gewesen. Das war nämlich sagenhaft. Marex aka Greyhunt hat mir 200 Euro über PayPal gespendet. Nochmal vielen Dank dafür. Ich habe mich echt gewundert und konnte es in diesem Moment halt nicht glauben, aber es war so gewollt und ja, krass einfach nur. Vielen Dank dafür. Zeige ich nachher nochmal die PayPal-Top-Liste. Beziehungsweise ihr selber könnt ja auch in der Beschreibung runtergehen auf PayPal und dort seht ihr auch die Top-Donations. Da steht auch nochmal schwarz auf weiß, falls mir jemand nicht glauben möchte hier. So, ja, Blutung gestoppt. Hier kann man erstmal trinken. Ja, genau, was hört sich gut an. Ich bin am Frieren. Ja, wir können auch kurz hier die kleinen Häuser looten. Okay, wir sind... Spezialset, verschenkt 5 Abos, der Stufe 1. Oh, vielen Dank Zombie. Dafür. Ja, warte. Aber man muss ja anvisieren, ne, zum Boxen. Ja. Oh shit. Ah, der hat Schuhe gedroppt. Da noch ein Zombie. Die Apes, die laufen echt wie Affen, ne? Wann nicht? Stopp. Ja, ich hab schon weggedrückt. Hau da mir einen auf den Dülz. So, warte mal. Ich muss mal hier voll klarkommen, ey. Das ist ja mal was ganz anderes, ja. So. So, jetzt trinken wir uns erstmal ein bisschen voll. Okay, wir sind hier. Das heißt, da wird schon jetzt links rüberlaufen, würden. Ja. Das wäre echt zum Airfield. Dann können wir in die kleinen Militärhäuser reingehen. Warte mal. Ich muss noch weiter saufen. Spezialset, ich kann dir nicht sagen, warum man bei Bildern nichts mehr posten kann. Dann müsste ich Fitzi fragen, ob er eventuell in der Einstellung was geändert hat, dass man dann. Ja. Nee, sollte eigentlich alles gehen. Müsste eigentlich gehen. Da wurde nichts geändert. Ja, eigentlich wurde da nichts geändert. Ich habe da auch nichts geändert, Fitzi auch nicht. Und wir sind eigentlich so die einzigen mit Soka auch noch. Und ich glaube, Adler könnte auch noch was machen, die Rechte dafür haben. Oder wenn er muss man die Regeln annehmen. Das kann natürlich auch sein. Dann kann es auch sein, dass er dann erst Bilder posten kann. OG-Zombie? Also so Oldschool-Zombies, Black Ops, ja. Da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Warum nicht, ne? Eine Hühnerfahne. Aber wie viel muss ich denn trinken, damit das voll geht? Ja, schon ein bisschen. Lass das 3 Pfeile sind. Ein Wecker. Ja, mein Typ, der sieht ja mal richtig hässlich aus. Immer. Ah. Ist nichts Neues. So, wo bist du jetzt hingelaufen? Bist du am Looten? Ich bin hier im kleinen Supermarkt. Dann lass schnell rechts die Häuser mal anklotzen. Ja, hier rechts, war ich ja links. Schon. Regeln hat er angenommen. Boah, dann weiß ich nicht, warum das nicht geht. Ja, können wir dann gleich mal gucken dann. Ja. Aber, boah. Boah, die Verbindung ist echt gerade nicht so prickelnd. Nee, ist nicht, aber... Wenn ich so, da direkt Motorradhelm aufziehen, was ist da los? Hey, du auch? Ich auch. Ja. Hab gerade einen gefunden. Ganz wichtig. Ah, nee, die ist die Sichtscheiße, weg damit. Smokey, danke für deinen Sub, vielen Dank. So,
was haben wir hier? Warte, ich muss nochmal eben austappen. Wenn du ein Seil findest und einen Jutebeutel, das mitnehmen. Guck, guck, du kleine Schlampe. Omega, vielen Dank für die Spende. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Ach, guck mal, noch so ein Crosshelm. Und mal Crosshelm finde ich sogar besser als Motorradhelm. Und das raus. Da ich sehe aus wie so ein. Was weiß ich was, ey. Weil zum Essen haben wir jetzt theoretisch nur die eine scheiß Birne. Ja. Das Netz, ist schlecht. Ja, doch, ein Netz nehme ich mal mit. Na, Mr. Pfister, moin. Moin, Ingo. Ja, für mich ist es jetzt ein bisschen ungewohnt, wieder gleichzeitig parallel auf Twitch zu streamen. Ja, 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 so eine alte Ziegenoma hier. Was willst du denn eigentlich? Nimm am besten irgendwie ein Ding in die Hand. Oh, eine Bratpfanne. Perfekt. Irgendwie eine Dose in die Hand oder so, dann machst du ein bisschen mehr Schaden. Mhm. Ja, ein Teddybär kann ich ja mitnehmen. Wow. Rexcore, ebenfalls. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Pipe, pipe, pipe. Für 6 Monate. Rexcore, vielen, vielen Dank. Für die Sub. Wie sagt man das auf Twitch eigentlich? Subspende? Sub? Das sind Subs. Subs. 6 Monate. Im Voraus. Vielen, vielen Dank dafür. So. Ach nee, warte mal. Hier sind Zombies. Die will ich ja nicht. Oh, yeah. Oh yes. Boah. Oh, Junge. Junge! Kann ich hier rein? Ja, ich kann hier rein. Was haben wir? Oh, eine Taschenlampe. Ja, guck. Sehr schön. Grafik finde ich ehrlich gesagt nicht abtören. Es hat sich nämlich nichts geändert und ich finde, das ist das Geile irgendwie daran. Ich weiß es nicht. Ich finde die Grafik trotzdem, ich weiß es nicht. Ich bin zufrieden. Ich weiß ja das nicht, wie es. Das gehört so, das ist Daisy. Ja, ist so, finde ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ja, ich muss gleich meine Birne schon bekauen, ne? Ach du Scheiße. Guck, guck, so kleine Schlampe. Oh, Mr. Dill sind wieder am Start. Moin, grüß dich. Alter, mich greifen 2 Zombies an. Ich bin gleich down. Ja, ich bin unconscious. Wo bist du überhaupt? Ich? Hier unten am Looten. Bist du mal an der Hauptstraße? Nee, mitten auf dem Weg, da in der Mitte zwischen Häuser immer noch. Renn mal zur Hauptstraße hin. Ich bin unconscious. Achso, fuck, du bist bewusstlos, okay. Ja, ja, ich komme jetzt so langsam wieder zu mir. Na, komm, da. Muss ich irgendwas drücken? Damals konnte man irgendwie immer was drücken, damit man wieder zu sich kommt. Hast du unten einen Riss? Nee, ich habe gar nichts. Black Screen. Gerade haben sich die Augen so leicht geöffnet. Und hier bist du bestimmt weitergelaufen. Such dich zu suchen. Ich bin zwischen, also auf der Straße eigentlich. Auf der Straße. Bist du am... Ah, da liegst du. Komm. Wach werden. Da. Ach, da bist du. Da hinten. Hä? Ich lag aber hier eigentlich vorne auf der Straße. Komm mal her, Zombie. Komm mal her. Ja, moin, die Birne, die ist ruiniert. Bleib doch stehen. Jetzt geht es nicht auf dich los. Ach, Junge. Du hast Blutungen? Ja, ja, warte mal. Du hast einen Verband, hast du? Ja, hab ich. Bin dabei. Okay, Blutung ist weg. Kann ich die Birne noch essen? Warum? Das ist auch geil. Warum kann man die Birne nicht... Also, die ist ruiniert. Ich verstehe das. Aber wie kann eine Birne ruiniert sein, sodass man die nicht mehr essen kann? Ist auch tot. Hier, der hat eine Cola drin. Trink die Cola. Die ist aber die NATO-Cola. So. Max Schulze, danke für dein Abo. So. Brauchst du die Jacke? Die ist demoliert. Kannst du eh nicht nehmen. Okay. Ja, komm, lass mal Richtung Airfield jetzt dackeln. Hier gibt's nichts. Achso, hier liegt noch eine Knarre. Hab's auf den Boden geschmissen. Jo, hab ich genommen. Demoliert aber auch, ne? Mhm. Wie gesagt, Alter, ich kann nichts essen. Beziehungsweise ich hab nichts mehr. Hauptsache die Birne ist komplett im Arsch. Ich hau mir gerade eine Birne rein. Warte mal, Hemd.
Gegen was muss ich ein Hemd denn tauschen? Hemd, warum kann ich das nicht anziehen? Boah, ich muss erstmal mit der Steuerung hier wieder klarkommen. Ich weiß, dass man das eigentlich zerreißen konnte auch, ne? Ja, mit einem Messer. Brauchst ein Messer. Ach, mit einem Messer ist das inzwischen. Okay. Da brauchst du ein Messer dazu. Aber warum kann ich das denn nicht anziehen? Gewöhnliches, langes Knopfhemd. Aus Polyester und Baumwolle. Ist es beschädigt? Nee. Oder? Einfach ein freier Zustand hier. Dann zieh einfach das alte aus, legst links in die Leiste. Links ach, weg. Das ist auch ruiniert. Deswegen wahrscheinlich, oder was? Ja, ja, okay. Ja, ja, meine Hose ist ja alles ruiniert. Hose, Helm ist okay, beschädigt. Oh, Messer. Jawohl. Mit. Erstmal in die Hand nehmen. Okay. Airfield. Da hoch auf dem Berg oder was? So, warte mal, wir rennen jetzt hier raus. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Berg hochrennen, müsste ein Weg kommen. Komm, rennen wir mal. Ja, dann rennen wir mal da hoch. Oh, cool. Ich habe ein Hemd, oder? Ich habe ein Hemd an. Moin Micha, grüß dich. Ach scheiße, jetzt habe ich Tatsache. Ich habe alles in meinem Hemd jetzt gelassen. Aber kann auch sein, dass alles ruiniert ist, was in meinem Hemd war, weil... Ach, das ist mein dieser Zickzackweg hier. Hemd eh ruiniert ist. Müsste? Bist du wieder zurück? Ja, ich bin gerade wieder zurück. Warte, ich komme sofort. Ich habe nämlich alles zurückgelassen. Das ist noch ungewohnt. Ich muss mich mal wieder an Daisy gewöhnen. Ja, ich brauche unbedingt Essen, ey. So, hier haben wir diesen komischen Wanderweg. Ja, den laufen wir jetzt einfach entlang. Okay, lass normal laufen, weil sonst haben wir ja, wieder kein Essen. Keine Puste, kein genau, genau. Diesen Weg einfach folgen? Ja, den folgen wir jetzt erstmal. In den nächst kleineres Dörfchen und dann von dort aus sehen wir dann theoretisch das Airfield schon. Hab jetzt nee, nicht... DLC ist jetzt gerade nicht drin, nee. Aber hab ich zumindest gekauft, Fitzi hat's auch. Also theoretisch könnte man auch diese DLC-Map spielen, aber das können wir ja mal irgendwann anders machen. Ich wollte erstmal so die alte Map spielen. Moin Pyro, Michael. Genau, da ist der Funkturm. Einfach Richtung Funkturm. Wenn ich überlege, ich kannte die komplette Map in- und auswendig, ne? Ich brauchte nirgendwo mehr gucken, wenn ich irgendwo gespawnt. Ich wusste sofort, wo ich bin. Ich wusste, wo ich lang muss. Und was man hier immer machen kann, ist den Schienen einfach folgen. Außer man möchte natürlich zum Airfield oder generell Military Base. Oh, mein Magen knurrt richtig. Was? In meinem Magen hier von dem Typen. Oh, eine Waffe. Hier liegt Plastiksprengstoff. Okay. What the hell? Hammer? Auf warum legt ihr oben Plastiksprengstoff? Ja, warum nicht? Ah, guck, hier ist die Karte, da sind wir. Ich kletter mal hier hoch, mal gucken. Aber es leitet nicht runter, du hast keine Handschuhe an. Sonst wirst du gleich vergiftet. Wie? Es leitet nicht runter, sonst bin ich vergiftet. Ja, sonst reibst du deine Hände auf und dann bist du vergiftet. Ach so, hier, Sepsis oder was? Blutvergiftung. Ja, ja. Deswegen immer schön runterklettern. Freeflow, ja, aber The Forest habe ich auch gespielt. Das habe ich auch, fand ich auch gut. The Forest habe ich auch, genau spielen. Macht auch mega Spaß. So. Guck an, wir sind jetzt rot und wir gehen jetzt schräg links zu dem kleinen Airfield. Ach da, ja, ja, ja. Aber hier geht, können wir eigentlich auch einen Weg entlang laufen. Und. Ach, da wird auch geschossen. Schon geschossen. Ja. Wunderbar, da wollen wir hin. 4,8 Kilometer müssen wir.
Oh nee, das ist das falsche. Ist das hier runter? Echt? Warte. Ich bin der Meinung, wir müssen... Atzi, Otzi. Oh, einfach hier quer runter. Das Airfield ist ja groß genug. Achso, warte, geh, lass einfach nach oben gehen, dann sehen wir es ja eh schon. Hier. Ja, theoretisch, wenn... Theoretisch müssen wir es ja sehen. Warte, hier hinten, von da sind wir gekommen, da ist es nicht. Das heißt, es müsste hier hinter den Bäumen sein. Ja. Hier müsste auch noch ein Weg lang. Ah, guck mal hier. Ja, moin. Ja, moin. Wer hat Angst vor dem Kapuzenmann? Baseballschläger, sauber. Nimm ihn dir mit. Okay. Ja. Warte mal. Okay, das. Nimm dir die Jacke von ihm? Ja, wollte ich. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wanderhose. Ich habe eine mit dem 30er Slot. Hemd. Jetzt dann. Mich. Boah, ey, ich komm hier nicht klar, ne? Mit dem Abwerfen und so. Geht gar nicht. So. Das haben wir. Netzgefecht. Das nehme ich trotzdem. Das will ich trotzdem mitnehmen. Munition. 22 LR. Ach, die Hose hast du dir genommen? Ich habe mir keine Hose genommen, nee. Meine ist ruiniert. Wo ist denn die Hose hin? Der hatte doch gerade eine Hose. Bei mir war die ganze Zeit eine Hose ruiniert. Nee, ich hab irgendwo, ich glaube, du hast meine Sachen jetzt eingesteckt. Du müsstest theoretisch jetzt ein Ding haben, aber alles gut. So eine Sichel. Ja, habe ich auch. Und in der da ist auch eine Hose drinnen. Ja, hier. Eine blaue Adidas. Droppe ich alles. Habe ich alles gedroppt jetzt. Ja, genau. Perfekt, habe ich wieder eine Hose. Erstmal den Typen nackig gemacht. Moin, Davut. Brechstange ist alles demoliert. Namen da Yogi, mein Kevin. Ich bin der Kapuzenmann. Warte mal, Dragon, Wassermarsch. Jetzt mit diesen Punkten, das ist ein Schluck trinken. Ist das nicht irgendwie so? Ich schwör's dir. Ja, auf Twitch. Ich habe da irgendwelche Belohnungen, irgendwas. Ich habe da rumgefummelt. Und dann habe ich gesehen, du kannst ja Punkte spenden. Ja, unten Kanalpunkte. Du sammelst die und dann kannst du für 5000 kannst du halt deine Nachrichten erheben, vorheben ja, lassen ja. Und sowas. Na, ein Bulldog. Komm, lass weiterlaufen, sonst sterben wir hier noch. Ja, damit der Sturm aber AK außer Kontrolle oder was? Warte, jetzt haben wir einen Baseballschläger in der Hand. Ja. Komm her. Ja. Warte mal, wie kann man denn hier nochmal Gesten machen? Denn wir kommen mit der Flexscheibe. Durchs Beton ins Geschäft steigen. Da hinten ist Airfield, glaube ich. Ja. Wollte das einfach mal ausprobieren, Herr Dragon. Wie gesagt, ich habe da nur rumgefummelt. Ich wollte das eigentlich extra weiter hochsetzen, weil theoretisch 100, ich weiß gar nicht, wie viel ist das? Ist das ein Euro? Ach nein, nicht. Ach so Bits hattet ja, ihr. Genau. Ach so Bits? Freeflow, ja, danke für dein Follow. Nee, Bits ist ja was anderes. Da kannst du nichts hoch und runter schalten. Ach so. Also das ist so fest. Bits, das ist fest. Das ist sowas wie, das sind halt so Mini-Währung. Ah, ach, du meinst okay. Bits? Ich hab gemeint die Kanalpunkte unten rechts. Ja, okay. Namen Vampirella. Leiche zerschneiden und aus dem Darm Seile machen. Ist das echt möglich? Hör mal auf. Ja, kannst echt? Du hoch. Ist das jetzt auch... Ja, krass, was man nicht so alles machen kann hier. Mal, ich könnte, ja. Oh, ich muss unbedingt essen, ne? Ja, sonst ja. Sonst bin ja. Ich gleich kaputt hier. Vielleicht findet man was. Ja, da hinten ist so eine Lagerhalle. Da ist, ja, Airfield da hinten. Sieht man jetzt. Seh dich lieber nicht um. Warum? Gucken, was ich in der Hand hab. Hast du eine. Warte mal. Ne, Batterien hast du nicht, ne? Nein. Ich hab einen Hackebeil. Komm her. Oh, sorry. Ey, da zieht er mir einen ab hier. Bist du bescheuert? Tauschen. Oh.
So, ja, dann gucken wir mal hier. Na, und Atze? Hat hier gerade einer gesch... Nee, hier hat jetzt keiner gesprochen, oder? Nee. Wo ist das Loch? Ja, das ist schon alles Airfield hier, ne? Ja. Ja, also hier ist das Loch, kommen wir gleich ins Essen. Bei Airfield war immer was los. Oder es gab mal eine Military Base unten bei Elektro, die gibt's aber nicht mehr. Fand ich auch schade. Da war, die sind auch immer alle hingelaufen, um zu fighten, immer PvP zu machen. Das waren richtig gute Zeiten noch. Wird der Server eigentlich auch mal neu gestartet? Wegen dem Loot? Das will ich nicht. Ach, guck mal, Hose. Sehr schön. Raus damit. Rein damit. Zombie. Ja, ganz viel. Stech dich ab. Sehr schön. Es sind viele Zombies. Nein! Aber manchmal schlagen die nicht, das ist ganz gut. Lohnt es sich eigentlich, die Zombies zu looten? Nicht, ne? Ja, ja, doch. Die haben ja Essen und sowas. Okay. Da musst du schon mal reinglotzen. Ich muss deinen Kumpel, ich muss meinen Kumpel essen, Freeflow. Sonst wird das nix. Ja, mal schauen, wir finden schon irgendwas. Ach, scheiße, meine Sachen sind schon wieder in der Hose, Mann. Dass das nicht automatisch geht. Da ist die Hose. So, jetzt wieder aufs Neue. Boah. Also das Spiel ist, also ist es auf jeden Fall langsamer. Ist auch schon demoliert, das Fackelbein. Nichts drin. Da vorne rennst du. Ja, hier ist nix. Ne, hier ist nichts. Ich lauf mal. Ja. Jetzt sozusagen, wenn wir jetzt runterlaufen, komplett zum Airfield. Haben dann nicht die Zelte links auch? Ja, 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 die sind, ja, ne? Sind. Guck mal, hier rechts noch das Gebäude hier an. Ob hier noch irgendwas drinnen ist. Trinken hätte ich. Ja, ich wollte nur Zombies und PvP. Okay, ich habe kein Essen mehr. Bin jetzt auch schon. Ja. Delirium. Sieht alles schlecht aus, ne? Eine Hotpan. Soll ich mich hübsch machen für den? Dann ziehe ich mir meine Hotpan an. Ich bin mal gespannt. Dein netter Mann, danke für dein Follow. So, den Unioner Buckethead habe ich auch schon an. Fußball. Also Essen ist wirklich Mangelware hier, ne? Übelst. Dunkelwald, den Farm-Simulator habe ich schon die ganze Zeit, tatsächlich. Also den muss ich noch nicht, müsste ich noch nicht mal runterladen, den habe ich so schon. Ja, klar, mit einem weißen Moped-Helm. Ja, hast du noch eine Cola oder so? Dann hau dir die Pepsi rein oder Cola. Nee, hab ich nicht. Gar nichts mehr. Gar nichts. Meine Birne war ja ruiniert. Kann man ja nicht mehr essen dann, wenn sie ruiniert ist. So, ich habe jetzt einen roten Fischerhut auf. Okay. Und eine Sturmmaske. Warum liegt da Stroh? Ja, Fizzi spielt mit. Bist du schon an den Zelten? Ja, ich laufe da gerade hin. Ja, ohne Mampf kein Kampf, ist so. Deswegen muss er das jetzt aushalten. Ich finde, das geht sowieso ein Ticken zu schnell mit dem Essen. Ja, ist halt serverabhängig. Hi Tower, danke für dein Sub. Abonniert schon seit 2 Monaten. Vielen, vielen Dank. Auf dem Airfield? Nee, auf dem Airfield selber nicht. Also ich bin jetzt an den Zelten. Bist du safe in den Zelten schon? Nee, innen nicht. Ich laufe jetzt gerade auf die Zelte zu. Bleib mal kurz stehen. Hüpf mal. Ja, da bist du doch. Okay, komm. Dann bist du das.
Ja, genau, das ist nicht Zelt, wo du bist. Wieso? Das sind hier doch Zelte, oder nicht? Ja, jetzt bist du ja erst da. Aber ich hab gemeint, an den Zelten. So. Was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht, wo man hier gucken muss. Blutset nehme ich alles mit. Ah, guck mal, hier ist das Sunny-Zelte. Was ist das? Notarzthose. Eine Bauchtasche. Oh, Stofftasche. Wo sind die jetzt hin? Ach, da habe ich mir angelegt. Okay, cool, cool. Am besten in jede Ecke gehen und einfach Tab drücken, um zu gucken. Das meiste sieht man stimmt. Ja nicht. Stimmt, Tab muss man immer drücken. Moin, Gamer. Jo, ich habe echt eine geile Bauchtasche. Leuchtfackel. Nehmen wir doch mal mit. IV-Set, was ist das nochmal? Enthält alles Nötige, um intravenös Flüssigkeiten zu verabreichen. Ja, ja, okay. Na, dann können wir gucken, wenn wir Blut verlieren, müssen wir auch erstmal testen, ob wir die kleine Blutgruppe haben. Ja, genau. Mach mal einen auf Blutsbruders. Und eine Maske. Sehr gut isoliert. Moderat isoliert. Ja, okay. Dann lasse ich das mal. Was ist das? Adrenalin? Aber ist noch ganz? Beschädigt, ja. Kann man nehmen. Kann man noch nutzen. Ich habe hier Tetracyclin-Tabletten. Was macht das denn? Antibiotika gegen eine Reihe unterschiedlicher viraler und bakterieller Infektionen. Ja, sehr schön. So, aber Lederumhängetasche haben wir. Military Base dachte ich halt immer. Ja, Military Base. Nee, das ist jetzt einfach nur. Sunny, ja. Hier waren eigentlich nur die Sunny stationiert so. Ja. Aber eine Tasche habe ich schon mal gefunden, eine. Ja, ich habe auch eine. Ich hab noch eine. So kleinen Schlampe. Mr. Dilson, danke für deine Spinne und da steht Grüße an Fitzi. Von Mr. Dilson. Grüße. Ey, ich schau original aus wie ein Fußballer. Ich habe ein rotes Buckethead auf, habe eine rote Bauchtasche. Wo ist das nächste Unioner-Spiel? Auf geht's. Kann ich die Tasche nicht kaputt machen irgendwie? Ich habe ein Messer, ein Steakmesser, geht das nicht? Ja, warum willst du die Tasche kaputt machen? Ja, Stoff irgendwie, also so verbandsmäßig, weißt du? Ach so, dann nimm einfach die Jacken, die auf dem Boden liegen oder das ist Zeug. Okay, aber das geht dann mit dem Messer? Ja, das geht mit dem Messer. Ah, okay. So. Gut. Ich glaube, ich ziehe ein OP-Hemd an. Was kann ich dort drunter anziehen, ne? Sollst du meine kleine Nachtschwester sein oder was? Ja. Florence Nightingale. Blutentnahmeset. Guck. Und Kochsalzlösung. Läuft auf jeden Fall. So, theoretisch bräuchte man jetzt noch ein bisschen Alkohol, um die Tücher zu reinigen. Set. Also Medikamente und sowas ohne Ende, ne? Aber Essen fehlt. Ah, ein Bluttester, nehme ich mit. Sind zu viele Zombies. Moin, Silberrücken. Schau mal hier bei den Orts mal nach. So, wir müssten eigentlich schon, also Richtung Stadt irgendwie. Yes. Tauschen. Kann ich das aktivieren? Wie kann ich denn Leuchtfackel. Eine Patrone für Leuchtpistole. Ah, okay. Also du musst ein Knicklicht, müsstest du eigentlich auch haben. Habe ich auch, ja. Genau, und wenn du jetzt einen Rucksack hast oder so, dann kannst du es dir in den Rucksack heften. Man muss es nicht ganz in der Hand halten. Aber ich muss es erstmal anmachen, ne? Genau. Wie mache ich das überhaupt an? Ah, okay. Gedrückt halten. Und wenn ich das jetzt in den Rucksack stecke, reicht das aus? Ich weiß nicht, hast du einen Rucksack mit so einem... Ja, also so eine Stofftasche. Nee. Eine Stofftasche. Ja, da geht es leider nicht.
Ja. Radpfanne. Ja, Benni, so ist es. Nennt man DZSA-Launcher. Was für ein Launcher? Ein DC-Launcher. Ja. Ja, es gibt ganz viele. Ich meine, wir sind jetzt auf dem offiziellen Server drauf. Hier ist halt nichts gemoddet oder so. Ein paar Sekunden noch, dann bin ich tot. Hm, war nicht. Ich glaube, mein Typ da macht noch ein bisschen mit. Was sagt denn dein Leben? Ja, ganz schlecht. Sieht ganz schlecht aus für mich. Scheiße. Auch gar nichts zum Fressen. Kann auch gar nicht mehr richtig können. Ich schlag mit dem Hammer auf dich ein. Geh jetzt down. Das sieht ganz schlecht aus. Ich kann gar nicht mehr. Oh, nee. Noch nichts zum Essen. Komm mal her, Zombie. Verbinden kann ich mich auch nicht. Ja, ich kann nicht mehr rennen. Bei mir ist gleich vorbei. Moin, Nico. Nein, der hat auch noch kein Essen. Versteck dich auf dem Klo. Geh hier ins Dixie und mach die Tür zu. Hier gibt es auch gar nichts zum Essen drin. Nee, ich finde die Spawns, die sind auch richtig. Also, gerade hier der Spawn, der ist total kacke. Da, wo wir jetzt gespawnt sind, das ist ja komplett irgendwo in Nevada, ey. Mitten im Dschungel einfach mal. Ja, da ist abgeschlossen. Ja, wir könnten jetzt ja runtergehen und versuchen, in die nächste Stadt zu laufen. Ja, wie gesagt, ich kann. Also, rennen kann ich nicht mehr. Ja, warte mal. Ich gehe jetzt nur noch. Bist du das auf dem Platz hier oder ist es? Ich bin hinter dir. Das ist ein Zombie. Ah ja, komm mit. Ja, warte, den machen wir noch kalt. Ich bin tot. Nein! Da bin ich mal gespannt, ey, wo ich jetzt gleich spawne. Krass. Ich zerstücke dich. Das muss ich sagen, das fand ich ja anfangs, das war auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich aufgehört habe, weil einfach, du hast alles gefunden, aber keine Nahrung, ne? Respawn. Respawn als bestehender eigener Charakter im Hauptmenü. Ah, zufällig. Scheiß drauf. Ist ja wurscht. Wir sehen uns wieder. Ja, wir sehen uns irgendwie irgendwann wieder. Muss jetzt jeder erstmal so ein bisschen sein Ding machen. Boah, lange mache ich es halt auch nicht mehr. Ach nein! Ah, okay. Was macht man da immer? Ich bin ganz unten links ist das, glaube ich. Unten rechts ist das, glaube ich. Wie heißt das? Bär. Ah, wie heißt die Stadt hier nochmal? Ich glaube, das ist. Ich meine, das ist ganz unten rechts. Rechts oder links? Unten, ganz unten rechts meine ich. Auf der Map, wenn du auf der Map so guckst. Elektro. Nee, Elektro nicht. Noch weiter. Das ist fast ganz rechts. Ja, dann weiter oben, also rechts oben dann. Kamis. Ganz rechts oben. Ganz oben rechts ist mal ganz oben rechts. Servetas. Wenn es ausspricht. Also auf jeden Fall auch so eine Hafenstadt hier, am Wasser direkt. Es sind ultra viele Zombies. Wie soll ich denn hier klarkommen? Und wir hätten eine Wasserflasche fangen lassen mit makellosem Wasser. Ja, ich toll. Brauch Essen. Egal, ich pfeife mir jetzt doch das Wasser rein. Gibt auch ein bisschen Hunger. Berezino, genau. Berezino heißt die Stadt. Irgendwie so, ich glaube. Berezino, ja. Guck mal, sogar die Städte da haben wir noch im Kopf.
obwohl er schon so lange Beritzky ist. Beritzky ist ganz oben rechts. Wie? Keine Ahnung, Beritzky. Beritzky, ach. Warum die da nicht einfach mal irgendwelche Namen genommen hätte, die man noch lesen kann? Ist so, deutsche Städte einfach, fertig aus Ende. Hamburg, München. Hamburg, fertig. Jetzt bist du auf Usedom. Okay. Oh ja, moin, meine Ferse hat's erwischt, aber geht jetzt wieder. Hier schon mal nix. Komm, ich muss auf Vorrat auf jeden Fall essen und sowas holen. T-Shirt ist beschädigt. T-Shirt kommt auch raus. Wird getauscht. Gegen Pullover. Schon mal sehr gut. Jetzt habe ich alles richtig gemacht mit den Items. Gehen wir hier hoch. Smoke, Jessica. Wunderschönen guten Abend. Okay, hier komme ich nicht durch. Aber was gut ist, warte Nacht mal. Ist bei denen nicht so richtig krass. Nacht, du siehst was. Langer Stock sammeln. Erstmal Stöcke sammeln. Okay. Nix. Es hat sich wirklich gar nichts verändert. Anzughose für Frauen? Einfach mal anziehen. Nee. Gar keinen Bock auf euch, ja? Hier, Pianohaus ist auch immer ganz gut gewesen. Ja, moin. Ja, jetzt gibt's Stress hier. Jetzt gibt's richtig Stress. Ja, ich habe Leberwurst gefunden. Guck, guck, du kleine Schlampe. Nico, vielen Dank Nico, vielen Dank für deine Spende. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Ach du Scheiße, jetzt kommen 10.000 Zombies wahrscheinlich jetzt hier hoch. Ja, ich renn raus! Zack, weg ist er. Die Scheiße hier zu. Mach die Tür zu! Geht doch. Oh Mann. Oh Mann. Ich hatte schon rotes Leben. Was hast du? Bist du auch gleich tot? Nee, ich hab grad Leberwurst gefunden. Was? Jeans? Hotpants? Ja, warum nicht, ne? Machen wir mal Jeans, Hotpants. Ziehen wir mal an als Mann. Warum denn nicht, Alter? Euer Fierste. Ja, sieht aber geil aus. Mal gucken, vielleicht findest du auch noch ein Röckchen. Ja, Hotpants reicht ja vollkommen aus. Oh Junge, oh. Smokejuster verschenkt 10 Abos. Boah, vielen, vielen Dank für die Subs. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Oh. Chat aufgrund von... So, jetzt. Ich nehme für dich ein Fieberthermometer mit. Danke dir, Nico. Hoffe ich auch auf jeden Fall. Aber ich bin sehr optimistisch. Ich gehe mal stark davon aus. So. Also, man hat auf jeden Fall schon mal mehr gefunden. Ich brauche Hühnchen mit Reis. Kannst du was in der Pfanne für dich machen, oder was? Ja, klar. Zombie. Ja, komm, egal. Das sieht so geil aus mit den Hotpants. Dann diese unrasierten. Oder sind die Beine rasiert? Warte mal. Ja, klar sind die Beine rasiert. Ja, moin. Okay, ich gehe wieder hoch. Oder wo will er hin?
Ja, lauf mal hoch. Okay, durchziehen. Weg hier. Da, warte mal, in diesen kleinen... Ach, Mann. Ja, moin. Macht erstmal einen Hechtsprung. Wie Affen bewegen die sich, ne? Aber die Häuser sind irgendwie auch alle schon durchgegangen. Mit einer Mütze. Sehr schön. Also ich weiß nicht. Loot ist schon Maler, ne? Es ist halt alles schon leer gelootet. Ja, ja, es deswegen. Es ist halt die Frage, wir sind halt auf einem normalen Server drauf. Wie es da eingestellt ist. Wann der ja. Loot kommt. Moin Epic. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe so ein Gefühl, es gab noch gar keinen... Guck mal, hier liegt auch schon ein Spieler tot. Ich glaube, die sind hier alle verreckt, weil sie nichts zum Essen gefunden haben. Ja, ist die Frage, sollen wir einen anderen Server vielleicht suchen? Ich finde Bullshit, ne? Also. Wir lassen einen Community-Server suchen und dann gehen wir da drauf. Okay. Weil dann, die stellen ja alles anders ein. Ja, ja. So, dann sage ich Tschüss zu meinem Unioner. Der ist so geiler Typ. Dann wieder über Lounge dann, ne? Daisy Lounge. Ja. Okay. Ja. Habe ich das C4 dann noch in kann der ich Luft aber in der Zeit verlassen. Ciao. Kann ich mal was anderes aufmachen? Ich tipp hier. Ach, sieht man leider nicht. Schade. Ah, ich wollte euch eigentlich das auf Paper zeigen mit den 200, aber leider steht da nur wöchentliche Top-Tipper. Ja gut, ist der Dirk dann auf Platz 1. Also sieht man leider nicht, wie viel. Schade. Hätte ja sein können. Zockerbude Lübeck. So, wechseln. Ja, warte mal, da muss ich komplett einmal rausgehen. Heißt also, gleich habe ich keinen... PC in Long vs. Wild. Was? Long vs. Wild? PC in Long. Ach so. Einfach euch den geschrieben gerade. Zocker. Zockerbude. GER Zockerbude, da sind aber keine Leute drauf. So, warte mal. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt habt ihr natürlich Black Screen. Hast du einen Server zufällig schon? Nee, ich suche gerade auch. Spieler absteigend, mache ich nochmal GER. Hier auf diesen Tiger Chernarus PvP X10 Konvoi Airdrop Trader 100k Start 74 von 90. Sogar. Ja. Tiger heißt der Server. Ein Deutscher? Ja, ich habe GER eingegeben. Also wird ein deutscher Server sein. Ich gehe da jetzt drauf. GER? Nee, GER nicht. Da heißt einfach Tiger. Irgendwas, also Tiger Chernarus PvP. Ich muss halt total viele Mods gerade runterladen. Ich denke mal, es wird gut werden. Ich denke mal, es wird besser werden. Ja, möchte ich nur noch finden. Wenn nicht, schicken wir mal per Steam eine Einladung. Haben wir uns über Steam? Klar. Du musst einfach nur auf Community gehen. Gib Hab ein ich? GER. Habe ich. Und dann Filter Spieler absteigend. Absteigend. Und dann steht da Tiger, müsste relativ weit oben kommen. Oder Tiger. Wie viele waren bei dir drauf? Irgendwas mit 70. Tiger-Mod muss ich jetzt runterladen. Oh, das dauert ein Momentchen. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, sehe ich gerade Tiger, sehe ich nicht. Smoke, ja, es wird jetzt öfters auf Twitch gestreamt. Jetzt die nächsten 2 Wochen werde ich auf Twitch mit parallel streamen.
und möchte einfach schauen, wie sich das so verhält mit Zuschauerzahlen und ja, generell halt auch mit Abstürzen. Ne? Das war auch so ein Hauptgrund, warum ich jetzt keinen Multistream erstmal gemacht habe. Faultier habe ich. Fleischsuppe. Aber ich habe ja nichts für Tiger. Oh. Hier, warte mal. Ah, im Stream siehst du das auch nicht. Kann ich auch leider nicht einblenden lassen jetzt gerade. Beziehungsweise doch, kann ich eigentlich. Hier, warte mal. Ich zeige das im Stream. Muss mal im Stream gucken. Mhm. Ja, Bildschirm ist falsch. Warte. Aktualisiere nochmal. Nee, Digga. Bildschirm 1, so. Da ist Bildschirm 1, so. So heißt der Server. Verzögerung, habt noch schwarzen Bildschirm. Ja. Auf Twitch auch? Ist da auch eine Verzögerung? Achso, nee, ich hab YouTube auf dem Account. Ja. 86%. Und dann muss ich nur 3 Sachen runterladen und dann kann ich drauf. Mega. Also. Du hast jetzt im Launcher gesucht, oder? Ja. Unter Community. Ja, bin ich auch drin. So, 100. Ich hoffe, die anderen gehen jetzt schneller. Ja. Da ich im Filter Tiger eingegeben, komme ich gar nichts. Hast du schon mal Powerwall ausprobiert? Nee, wurde gestern auch schon gefragt, habe ich noch nicht. Macht auch Spaß. Deutsche Bohrmaschine. Ja, es kommt drauf an, also, ne? Das Ding ist halt, da müssen auch Leute auf dem Server sein am besten. Mods wurden installiert. Spielt das jetzt, startet das Game jetzt alleine? Ja, sehr schön. Sehr geil. Lustigerweise, den finde ich nicht. Hast du Mods und sowas an? Also. Ja, die muss ich dann eh installieren, aber. Oh, der sieht schon gut aus, schon allein. Mich jetzt nicht Titelbild einladen? Ist anders. Wir haben uns über Steam nicht, ne? Doch, warte mal. Nee, ich glaube nicht. Du wurdest aus dem Spiel entfernt. BattleEye, Admin Kick. Alter, irgendwas auf. Change your nickname. Da, wie soll ich meinen Nickname denn changen? Natürlich alles auf Ruski hier. Okay, das ist gar kein. Warum? Ich gebe doch GER ein. Warum kommt denn da nichts? Ja, moin, wo bist du denn drauf gegangen? Ja, keine Ahnung. Ich suche jetzt wieder GER. Das Leben danach, PvP, Zombies. Gut besucht. Warte mal, ich gebe mal ein. Deutsche Bohrmaschine. Maschine. Warum gibt es jetzt deutsche Bohrmaschine ein? Heißt der Server so oder wie? Ja. Deutsche. Chaotenbude. Aber warum? Manche Server finde ich gar nicht. Hier diesen Dragonzone, dann habe ich auch. Das, welchen? Wo 73 Leute sind. Bei dir der zweite. Dragon. Dangerous Zone. Oder was? Ja. Genau, Dangerous Zone. More Loot Activity. Aber ob der jetzt deutsch ist, dann 70 ja, von 80. Ich lade das jetzt einfach mal runter. Ja, komm, ich trete den auch bei. Installiert. DayZ Underground. Krass, ey. Ist DayZ so kompliziert geworden ist. Sonst hast du einfach einen Server gefunden, alle Server waren pralle voll. Oh. Bist draufgegangen und gib ihm, ne? Und die haben halt alle Mods. Ich glaube, mit Mods macht es mehr Laune zu spielen als ohne. Definitiv. Bitte kein Powerwords. Nee, wie gesagt, Powerwords, das, ich habe schon gehört, dass das auch irgendwie so ein Mix mit Fortnite und keine Ahnung, was allem. Nee, da bin ich und Pokémon, da bin ich sowieso raus.
So, ist gleich fertig installiert. Ja, nee, das mit dem Launcher, ja, du kannst mir jetzt gerade alles erzählen. Ich blick da sowieso nicht durch. Es gibt auch ganz andere Launcher und so. Ja, kann sein. Aber ich bin jetzt auch aus dem Thema raus. Ich spiele seit 10 Jahren jetzt das erste Mal. Wo soll ich das wissen, was das ist, was ihr da schreibt? Mal ganz ehrlich. Können mich alles zu Call of Duty fragen, aber jetzt zu DayZ. Müsste ich mich erstmal einspielen. So, 100% installiert. Game wird jetzt gestartet. Sieht gut aus. Jo, sieht gut aus. Ja, Google. Ich hab mir ja vorher nicht so Gedanken gemacht zu DayZ. Ich will einfach, ich kenne DayZ starten und loslegen. Fertig aus Ende. Chopper Dog, danke für dein Sub. So. Dich werde ich nicht wieder irgendwie rausgeschmissen, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin drinne. Oh, sogar mit Map direkt. Und alles auf Russisch. Ja, sehr schön. Was kann ich jetzt machen? Also, ich bin zwischen Elektro und Tscherno gespawnt. Und, ja, wo soll ich hinlaufen? Elektro oder Tscherno? Oh, ich lauf mal Richtung... Ich meine, das ist Richtung Elektro jetzt hier. Geht der Quick Kill beim Etherwurm noch? Keine Ahnung, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, den Etherwurm. Ach guck mal, man spawnt auch mit ein bisschen mehr Essen. Das ist auch herrlich. Ein Steinmesser. Das nehme ich auch direkt in der Hand. Herrlich. Jetzt muss nur noch der Loot soweit stimmen. Das? Eine Plane. Nimm doch einfach mal mit. Eine Pläne. Ah ja, moin. Nimm einmal einen kompletten Slot ein. In 14 ja. Sekunden bin ich da. M3S Tür links. Soll ich das mitnehmen? Jutebeutel. Ein Jutebeutel ist gut, jetzt brauchen wir nur noch ein schwarzes Seil. Mal herstellen, warte mal. Was kann ich jetzt machen? Ich probiere mal was aus. Ein schwarzes Seil brauchst du noch und dann machst du erstmal einen normalen Sack und dann brauchen wir nur noch Stöcke und dann hast du einen Rucksack. Was habe ich jetzt mit dem Moment mal, was habe ich jetzt mit dem Jutebeutel gemacht? Weiß ich nicht. Ein Jutestreifen. Oh, jetzt kannst du ein Ding machen. Das kann ich machen. Das ist blöd. Ja, was weiß ich. Ich muss ausprobieren. So, wo bin ich denn auf der Karte? Sehe ich das? Ach, wo bist du jetzt gespawnt? Zwischen Tscherno und Elektro. Ich dann bin jetzt gerade eher näher zu Elektro dran. Elektro, ja, ich spawn Elektro. Was heißt da jetzt spawnen von den Dingern? Keine Ahnung, ich habe das obere gedrückt einfach. Moin Alex. Na, guck mal, da ist Black Marks. Netzgeflecht. Kann man doch auch gebrauchen, oder nicht? Ja, guck mal, ein Apfel und eine Birne. Kann ich mal alles nicht mitnehmen. Jo, sau viele Zombies. Einfach mal alles mitnehmen. Sau viele Zombies? Ja, Mann, ich bin zwischen Zombies sogar 6 Stück oder so. Na, guck mal, wo wir sind. Und der läuft schon mal besser, der Server. Ja, der läuft auf jeden Fall. Also, ich habe hier gar keine Probleme. Richtig gut. Ich suche schnell mal eine Haltestation, dann kann ich dir sagen, wo ich bin.
Wir können einfach an den Gleisen entlang laufen und uns so irgendwie finden. Deswegen, ich bin gerade an Schierbahnhof. Eine Wanderhose. Eine kurze Wanderhose, die kann ich natürlich wegpacken. Die. Die Sachen, die müssen rüber. Oh, hier ist die Feuerwehr, das ist schon mal gut. Bei der Feuerwehr bist du? In der Elektro? Ich weiß nicht, ob ich Elektro bin. Ich bin in... Müsste Elektro sein, ja. Elektro. Ja, Elektro bin ich. An der Bahnstation. Ja, warte mal, das ist doch, diese, ist doch dieser kleine Haltepunkt, oder nicht, ne? Ja. Ich mach mich sogar extra schick für dich. Ja, warte mal, ich bin sogar... Oh, Airdrop? Airdrop. North Westfield. Airfield. Oh Mann, oh Mann. Wie viele Zombies bitte? Ja, hier in der Stadt ist die Hölle los, muss aufpassen. Aber ich bin in der City an der Feuerwehr. Fleischpaste, ja guck ey. Läuft schon mal besser. Also in der Zeit jetzt schon mal mehr gefunden als irgendwo anders. Andi, doch, Schießerei wollen wir haben, auf jeden Fall. Milchpulver. Alles ist gut. Auch mitnehmen. Was haben wir hier um die Ecke? Ich habe mir extra das kurze Schwarze angezogen für dich. Ackerlos, Turnschuhe. Wie, ich finde jetzt keine Axt hier drin. Dann Moin, Sören! Bist du in der Feuerwehr? Nein. Okay, da sind wir hier drin. Und der hat eine Axt, der Wichser. Der hat sie schon gelootet. Er hat eine Axt. Du hast auch ein Steinmesser, ne? Wunderbar. Gut, ich meine, gegen Axt. Soll ich dir auf den Kopf schmeißen, oder wenn was? Wenn du schneller bist. Wo bist du denn, Elektro? Ja, ich bin weiter unten Richtung Wassermeer. Okay, hier ist Black Zone, hier ist Black Ship. Ach, es gibt eine Map, ne? Ja, ja, ich bin hier. Ach so, ah, da bin ich. Ach so, ich bin unten, wenn du bei... Ach ne, ich bin in Tscherno... Ja, warte mal, warte mal. Ich bin ganz unten. Okay, sorry, ich muss korrigieren, ich bin in Tscherno, ich bin nicht in Elektro. Ich bin in Tscherno. In Tscherno? Ja. Jo. Gut, dann laufe ich einfach mal Richtung Tscherno. Hier wird bei mir auch geschossen. Hier geht's richtig rund. Jetzt sieht man mal Feuerwehr bei mir. Egal, ich laufe mal weiter. Wo ist denn Reden eigentlich? Warte mal, Y nicht. C auch nicht. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Großstabtaste. Ah, da. Der Hund macht wieder Scheiße. So, was haben wir denn hier für eine Jacke? Makellos, makellos. Da habe ich mir extra einen Rock angezogen für dich, jetzt bist du gar nicht hier. Ja. Jeanshose, Anzug. Anzugjacke für Frauen. Geh jetzt auf deinen Platz. Sieh zu, ey. Leg dich doch jetzt mal hin und mach mal Pause. Ich geh erstmal was trinken. Ah. Nein, geh weg von mir. Da hinten sein. Hier sind so viele Feuerwehrmänner. Okay. Okay.
Okay, jetzt haben wir eine Cola mir gemacht. Ist in Ordnung. Eine Autotür für den Günther. Helm tausche ich mal. Bauschön. Ach, hier. Okay. Schon mal eine Bauchtasche. Sehr gut. So, jetzt erstmal was trinken. Ah, hier haben wir auch wenigstens die Zombies was. Oh, warte mal, ich bin am Bluten. Erstmal Bandage. Ja, ich fange nämlich an, grau zu sehen, sauber. Viel zu spät gesehen jetzt. Ja, super. Ich hab. Oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das finde ich auch kacke. Dann siehst du das Spiel die ganze Zeit in Schwarz-Weiß. Was müsste Snatch. Gleich wiederkommen. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ja, ich war am Bluten. Ich habe das jetzt zu spät gesehen. So, ich gehe jetzt Elektro raus und komme Richtung zu dir rüber. Ja, und ich mache jetzt gerade hier den Kran nicht leer. Aber das mit Karte ist echt super. Ja. Gab's ja früher alles nicht. Nee. Deswegen. Also, das macht schon um einiges einfacher dann. Airdrop. No. Ja, schon wieder. Viel Spaß am Airdrop. Mit dem Trinken dauert aber auch lange, ne? Bis sich da mal was tut. Hier wird ultra viel in Tscherno geschossen, ne? Schön, dass ich da hinkomme jetzt. Ich weiß jetzt schon, ich komme rein. Bitz, tot. So, jetzt. Oh ja, mein Magen macht sich jetzt. Ja, ist klar, dass mein Magen jetzt, ne? Mucke macht. Ich kann noch markloses Trinken. Ich habe Reis gefunden. Das Beste, was es gibt in dem Spiel. Ja, definitiv. Das macht richtig satt. Guck mal, hier unten sollte es nicht weitergehen. Nein. Das dafür schon. Jetzt ist es mit Zombies. Haben wir hier? Ja, moin. Flutlicht, Baustellenleuchte, brauchst du? Ja, wieder definitiv, wenn wir unsere erste Base bauen. Wenn wir so weit kommen. Ja, wenn wir, ja, eben. Also das wird noch was so, werden hier. Hier ist die Flinte. Ab in die Hand. Hier ist ein Spieler bei mir. Nachladen bitte. Kombinieren. Ich versuche ihn Platz zu machen. Kombinieren. Der erste Spieler, der mir entgegenkommt, den flint ich sowas in den Kopf. Stimmt, jetzt kann ich den von der Feuerwehr jagen. Da hin. Ach. Ich renne jetzt an den Schienen entlang zu dir. Ich habe einen Schulrucksack. Warte mal, noch besser, ich habe einen Wanderrucksack. Was passiert, weil man die Nö. Bluten bin ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall einer hochgerannt. Er ist mit so Sicherheit nach oben. Kann man hier Sicht ändern? Ja. Ja, mit V. Ja, bei mir mit Enter. Ja, mit V auch. Aber mit Enter geht's auch. Also am Numblock. Gucken, ob der immer noch oben ist.
Mit Alt gedrückt halten kannst du geradeaus laufen, um dich umschauen. Ne, hier ist keiner mehr. Da garantiert ein Spieler zu 100%. Der ist viel zu schnell hier hochgelaufen. Komm, ich esse jetzt erstmal was. Leckeren Apfel. Okay. Achso, warte mal. Starten wir nicht? Sind wir nicht sogar mit Geld gestartet irgendwie? Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe kein Geld. Ich auch nicht, weil bei mir gibt es hier nämlich einen Shop, deswegen. Mögelstraße für die Flinte, nehmen wir mit. Mal gucken, ob es in der Kirche irgendwie eine Schrotflinte oder sowas gibt. Ja, nö, eine Schrotflinte nicht, aber ein Küchenmesser. Ne? Nehme ich auch immer zur Messe mit, auf jeden Fall. Police Station war ich noch nicht. Warum nicht? Police Station? Ja, ist ja da hinten, ja, genau. Ja, ich versuche mal zur Police Station da zu laufen. Ja, es wird alles erstmal so interessant werden, wenn man so ein bisschen mehr Equipment auf jeden Fall hat. Ein Kurki? Was ist ein Kurki? Shit. Ach, Mann. Bin ich am Bluten? Nee, bin ich nicht, Gott sei Dank. Kurki habe ich in der Hand, okay. Feuerwerk? Warum auch immer? Magst du mir nicht entgegenkommen? Ja. Warum verlierst du eigentlich so viel Gesundheit? Jetzt nicht mehr. Ja, weil ich... Du hast irgendwas gedrückt, dass du dich sozusagen deinen Ton ausgemacht hast. Wie, mein Ton aus? Das Symbol mit dem Ohr, mit dem Strich durch. Ach so. Keine Ahnung. Was ich da jetzt gedrückt habe. Ja, hörst du jetzt alles leiser. So hörst du jetzt keinen, der neben dir läuft oder so. Also gerade habe ich alles gehört, als er neben mir gelaufen ist. Oder ist es, wenn du Auto fährst, dass das Autogeräusch leise ist? Nee, dafür ist es, glaube ich, da. Mach mal deine Karte auf und zoom mal zurück. Hier bin ich. Okay, ich bin da, wo der Leuchtturm ist. Der rechte. Da. Ja, okay. Ja, ich gehe zur Police Station und ja, lauf dir mal entgegen. N soll ich mal drücken. Ah, ja, dann ist es weg. Ah, jetzt ist es auch lauter. Manu, danke dir. Ja, das machst du beim Autofahren an, weil Autofahren ist echt laut oder Hubschrauber fliegen. Hm. Oh, sind denn jetzt hier diese 70 Spiele? Einen habe ich getroffen. Ich habe auch einen getroffen, aber der hat mich nicht gesehen. Ich glaube, wir hatten beide Angst. Hätte ich jetzt eine Pistole? Das Ganze hier richtig eskalieren. Ab zur Police Station. Hier die Straße runter. Und ich könnte eigentlich den Zug hier looten, wa? Warte mal. Ich glaube, bei mir wird jetzt gesprochen. Ach nee, das ist bei dir im Hintergrund, oh Mann. Hört man das? Ja. Ich dachte schon. Wer spricht denn jetzt hier? Wenn ich rede, dann hört man's, okay.
Oh, hast du schon einen Wanderrucksack? Nee, habe ich noch nicht. Nehme ich dir mal mit. Ist auch Police Station jetzt hier, ja. Police Station wurde auch eine lange Zeit immer wieder abgecampt. Ein Trockensack, makellos. Das braucht aber auch Platz, alter Schwede. Police Station sieht ganz anders aus. Ein Wecker, ja moin. Ja, ich habe ihn auch gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man den anschalten kann, den irgendwo hinschmeißen kann. Ja, meinst du wie so eine Täuschgranate? Ja, also das ist schon lustig. Oben waren meistens die Waffen. Gucken. Oh, Handschellen. Erstmal mitnehmen. Ja, aber nur mit Schlüsseln, Alter. Nicht, dass ich dann Handschellen anhab und dann krieg ich sie nicht mehr los. Ja, nee, bei einem irgendeinem anderen Typen dann. Mhm. Das kenne ich, dieses Spiel. Das schleicht man sich von hinten an und oh, jetzt hast du Handschellen an. Polizeihose, ja, meine Hose muss ich sowieso weghauen. Muss ich mal. Ach komm. Hä? Ach, das war nicht meine Hose. Ja, moin. Mein Oberteil ist kaputt. Ruiniert. Ja, kann ich auch nicht mal anziehen, sauber. Nee, da muss halt aufpassen. Egal. Passt, 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 passt. Kriegen wir alles hin. Anzugsjacke. Nee, ist auch nix. Da ein Funkgerät, ein Handfunkgerät. Polizeijacke, ja guck. Schon viel besser. Hier haben wir nix. Nur nochmal eine höher. Und eine Spitzhacke. Oh, Munition, okay, okay, okay. Das wird interessant. Bisschen Mohn habe ich auch dabei. Ich tausche mal die Hose. Kartoffelchips. Sauber. Die snacke ich mir gleich rein, Alter. Boah, die fighten da ganz hart. Oh ja, das höre ich sogar. Boah, was kann man denn hier einschalten? Was ist das? Ein Funkgerät? Also Funkgerät, ja, brauchst krass. Du die große Batterie und alles und dann kannst du genau. Durchsagen, sogar durchknüppeln. Achtung, Achtung. FBI, open up. So, haben wir hier oben irgendwie was? Oh, ja. Ja, ja. Scheinwerferlampe verpackt. Da, warte mal. Jetzt habe ich einen Jutebeutel gefunden. Mitnehmen. Von hier oben, ob ich irgendwas sehen kann, wie irgendeiner rumrennt. So, Flintenmuni ist am Start, Alter, die müssten nur herkommen. Ich muss nur wegrennen und dann irgendwo nachladen, aber... 6-mal kann ich schießen. Das ist gut. Ich habe leider noch keine Waffe gefunden. Vielleicht hier im Pianohaus. So, ich bin jetzt Höhe, Leuchtturm der Rechte. Ich hätte auch gerne eine Pistole, weil ich habe ein komplettes Magazin für eine Handfeuerwaffe gefunden. Wo ist die Mütze jetzt? Dort Helmchen. Zombie. Kommt er hin? Ja, sicher, ja, kommt er dann. Ja, komm her. So, gegen Zombies auf jeden Fall eine gute Waffe. Steht und schon mal fest. Hast du ein Messer da? Ja, ich habe ein. Also, warte. Einmal habe ich ein Küchenmesser und ein Kukri. Das reicht, das Küchenmesser. Weil dann holen wir uns noch irgendeine rote Klamotten oder so und dann machen wir uns Armbinden. Oder irgendwie farbige Jacke kaputt machen für Streifen, dann machen wir uns Armbinden, dann erkennen ja. Wir uns.
Moin, Snack Aurora. Guten Abend. Was ist eine Hotline? Ich hab was im B gedrückt. Junge. Aber was ist bei dir so schwarz-weiß ist, Alter? Ja, weil ich, wie gesagt, ich habe Blut verloren. Das ist halt das Problem. Ach, guck mal, hier steht ein Auto, was man nutzen könnte. Was ist denn da alles drin? Da, eine Autobatterie. Theoretisch kann ich zurück zur Polizei gehen und eine Durchsage machen. So, ich habe hier einen Kühler. Autokühler. In meinem Zug drin. Oh, dann, ich könnte den Zug echt noch. Gleich schon wieder essen. Ich muss noch ein bisschen Essen finden, mal noch. Na, Leon, grüß dich. Arsch? Nee, ist noch nichts im Arsch. Oh, Reis, ja, Mann. Göttlich. Hast du trinken dann zum. Ja. Ich nochmal da. Na. Ob da Zigaretten habe ich gefunden. Ich laufe dir jetzt mal ein bisschen mehr entgegen. Das ist ja doch schon ein Stückchen. Ich bin geschossen. Höre ich nicht. Doch, habe ich jetzt gehört. Steakmesser hätte ich auch noch. Aber hier ist ein guter Beutel. So viel Messer braucht man ja auch nicht. Nee. Hey, die haben aber richtig Bock bei dir. Ja. Hier geht's rund. Aber das ist noch hinter mir, also am Anfang von Tscherno. Aber das kannst du gar nicht hören, wir sind ja viel zu weit voneinander entfernt, oder? Ja doch, man hört es. Wenn ich jetzt mit der Flinte schießen würde, du würdest es auch hören. Gib mal einen Schuss ab. Ja, hast du jetzt gerade geschossen? Nein, nein, warte, ich schieß. Jetzt? Ohren raus, ja, hab geschossen. Krass. Ja, schon ein bisschen heftig. Also, mir sind gerade die Ohren rausgefallen, ne? Echt so laut? Ach, du meinst gerade laut. Batterie nehmen wir mal mit. Jetzt an der Straßenkreuzung bei der Military. Straßenkreuzung Military? Wo? Ja, halt hier ist so ein Checkpoint, so ein kleiner. Ach so, an der Hauptstraße ist das. Ja, ja, Hauptstraße gerade. Ja, Aber ich gehe wieder zu den Schienen, hier war nichts. Ja, zu welchen Schienen? Bist du bei den oberen Schienen oder bei den unteren? Die unteren am Wasser. Okay, gut, da bin ich auch. Oh, jetzt regnet es auch noch. Ja, bei den Doppelschienen renne ich gerade. Ja, genau. Ja, moin, da ist so eine Baustelle. So ein Baustelle, so eine Art wie so ein Parkhausgebäude. Ich gehe da mal rein. Abkriegen. Taschenlampe, eine Batterie habe ich dafür auch. Sehr cool. Jackets, Jackets, alles makellos. So war jetzt okay. Oh, ein Schalldämpfer, ein Pistolenschalldämpfer. Muss was süffeln? Ich hätte gern. Oh, ich muss auch was essen. Ich esse mal meine Birne. Abend essen. Geil, eine makellose Flasche ist schon was wertvoll. Schön auffüllen. Ja, das auf jeden Fall. Find's geil, dass da steht ein roher Apfel. Ist aber richtig am Schütten hier. Ey, ja, guck mal, ich kann auch Harry Potter machen. Birkenbesen. Und noch ein Magazin, 12 Schuss. Ich habe jetzt 2 Magazine. Ich brauche nur Waffen. Da fast die gleiche Jacke habe ich auch. Du hast Holz dabei, oder? Nee. Aber theoretisch, wenn wir. Ah, nee, wir haben nicht mal Feuer. Hast du Feuerzeug? Nee. Ah, wir haben nicht mal Papier, wir haben gar nichts, Alter. So, dann laufe ich mal runter zu den Schienen. Die Spieler hast du nie verstanden, Lian.
Ja, doch. Also, es heißt eigentlich nur überleben, ne? Looten, überleben, bisschen PvP machen vielleicht. Eine Base bauen. Ja, das konnte man damals zum Beispiel nicht machen, Base bauen. Das kam irgendwann dazu. Also, ich kenne das mit dem Base bauen zum Beispiel auch noch nicht. Ja, ich bin auch bei den doppelten Schienen. Jetzt, in diesem Industriegebiet. Also, ich bin, ja, du bist noch. Siehst du da den Wasserhahn? Warte, ich guck sofort. Wenn du auf die Karte gehst. Wasserhahn. Da ja. Ist so ein Wasserhahn und da drunter in diesem, unter den Schienen, bei den Doppelschienen ist so ein Haus mit so einem Pimmel. Ja, genau. Das große Haus mit dem Pimmel. Ja, da bist du. Da drinnen bin ich. Okay. An dem Haus. Haus mit dem Pimmel. Na, im Clubbus. Ja, für das Spiel braucht man auf jeden Fall Zeit halt, ne? Also hier muss man nicht exfiltrieren oder sonstiges. Wenn man fertig ist, dann geht man einfach, verlässt man den Server. Und, ein paar Sekunden bleibt der Charakter dann noch in-game. Das geht eigentlich bis ins Unendliche, ne? Und wenn man stirbt, hat man alles verloren. Server. Es gibt Server, da kann man sich looten. Und dann kann man den Server wechseln, wenn es von den gleichen Leuten ist. Zum Server dann zum PvP spielen. Ja. Dann reingehen. Ist halt auch wieder cool. Ja, Lupus, kannst einfach dazukommen. Da komme ich. Ja, moin. Hier war ich ja schon drin. Yeah, ich habe einen Rucksack. Okay, dann kann ich... Nee, ich habe nur einen Schulranzen. Okay. Den großen brauche ich doch. Also die Grundmechaniken, ja, aber PvP ist bei mir immer in die Hose gegangen. Ja, gut. PvP, also wenn du hier PvP machst, dann musst du dir mehrmals überlegen, ob du da irgendwie was anfängst oder nicht halt, ne? Das ist bei DayZ so. Wenn du Fullbuild bist, also alles hast, Jutebeutel kannst du das machen, aber sonst... Jutebeutel soll ja, nee, ich bin 27. Und nee, ein Haus bauen tue ich nicht. Hier rein. Na, hier ist natürlich nichts. Das sind die scheiß Lagerräume hier. Laufe ich mal da geradeaus. Hier die kleinen Dinger, die sind auch ganz gut. Oh ne. Ich brauche einfach nur eine Pistole. Eine Pistole. Ja, Alien. Es macht, Nico, danke für dein Follow. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, mit anderen DayZ zu spielen. Ich habe das, als ich das vor 10 Jahren zuletzt gespielt habe, da hatte ich auch einen festen Mate, mit dem, also habe ich mich super verstanden. Wege sind leider auseinandergegangen aus, beruflichen Gründen. Und, den habe ich auch angeschrieben. Bin mal gespannt, ob er sich bei mir meldet, ob er sich noch erinnern kann. Ich meine, es ist ja schon, wie gesagt, 10 Jahre her, als wir zusammen gezockt haben. Und, ja. Das war schon ganz gut. Also mit dem habe ich auch nur PvP gemacht und hat richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das waren richtig gute Zeiten. Also DayZ habe ich nur Positives im Kopf. Nichts Negatives. Schnell rein da. Ja, meine Sachen sind Mehmet. Erst feucht. Geht noch. Das ist so eine Riesenhalle. Für nix. Trotz Map laufe ich irgendwie gefühlt falsch, immer wieder mal. Hier rein. Sieht aber auch nicht gut aus. Auch nix. Geht auch keine Tür raus hier. Ach ne, ist ein WC, ja moin. Bis ihr euch auf der Map gefunden habt. Ja, das war, ne? Ich meine, das ist jetzt hier so ein Mod. Wenn du das richtig spielst, dann hast du keine Map, gar nichts, ne? Dann musst du die Map, also damals musste man die Map wirklich auswendig kennen. Es gab aber trotzdem Karten,
ne, die du dir online einfach suchen konntest. Ach, da so konntest du die Map direkt sehen und da konntest du dich ein bisschen orientieren halt, ne? Schauen, wo du bist. So haben wir es zumindest damals gemacht auch. Wird einer schon angebaut? Zippo-Leiter. Makellos, ja komm. In 100 Metern links abbiegen. Ich komme dir immer näher, ne? Also, ja, kann ja, sein, dass ich gleich bei dir schon bin. Schon. Warte mal, du bist da, ich bin. Okay, du bist erst da. Oh, muss auch die passende Musik an. Michael Myers, ja. Nee, Musik kann ich ja nicht anmachen. Dann macht's ja YouTube wiederum. Oh, ich höre einen. Warte mal. Ach nee, das ist mein Magen. Okay, dann muss ich ja mal wieder was essen, ne? Ja, Reis hört sich doch gut an, ey. Mach mal kurz deine Karte auf. Kannst du das während essen? Ja. Ah ja, du bist ein Haus vor mir. Nee, auf Sach und runter springen, dann bist du tot. Oder wenn du noch mehr richtig Pech hast, dann brichst du dir einfach die Beine und dann musst du irgendwie versuchen, da voranzukommen. Und dann schiebst du einfach elendig. Okay. Gut. Ist er wieder? Da bist du ja. FBI, Open. Ja, Payday oder was? Schießt der rüber raus. Ich brauche eine Pistole, ne? Ich habe einen 12-Schuss IJ 70 Magazin, makellos. Ich habe 5,56 Munition. Ja, kannst du deine Schultüte 15 mitgebracht. Schuss CR. Ja, ich habe dir auch was mitgebracht. Was hat aufgehört zu regnen? Immerhin. Nee, fängt gerade wieder an. Ach scheiße. Ja, moin. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Karte. Wir haben eine Karte. Kann wir man eine Karte. Sachen markieren hier? Ey, nein, kann man nicht. Habe ich schon probiert. Doch, kannst doch kann man. Doppelklick. Aber. Aber du siehst es ja gar nicht. Bringt dir ja nichts, oder? Was ist denn jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Ich markiere mal was. Ich mache auch mal in Rot. Da, doch, Marker. Doch, wird angezeigt. Ja, aber siehst du es dann auch, wenn du läufst? Ja. Nee. Ja. Sehe ich. Kann ich den Delete? Ah, okay. Delete. Delete. So. Wo ist denn hier die nächste Military? Military. Military ist weit weg. Zelowski. Ja, aber da müssten wir halt hinlaufen. Was ist denn hier? Da Pavlovo. Oben ist die Burg. Pavlovo. Military Base, ganz fett. Pavlovo. Ein bisschen weiter links. Über Kamenka. Ja, oder halt die da drüber. Kamischowo, ja, Mann, da bin ich auch total Zellen. Aufgespawnt. In Zellen. Zellno. In Zeleno. Wo? Das ist auch eine in Zeleno. Die was? Ist über Polovo. Und wo ist Polovo? Kleinere. Ja, das hast du doch gesagt. Pavlovo. Pavlovo. Ja, genau. Hier haben wir sonst nur Police-Stationen. An der Burg können wir oben uns das Schwert holen. Ach so, hier Airstrip Balota könnte man auch versuchen noch. Da steht aber nur noch ein Haus. Sonst, da war nämlich eine Zeltstadt. Das haben die rausgenommen. Das kann man mit keine Ahnung wie vielen Leuten spielen. Also hier auf dem Server können bis zu maximal 90 Leute drauf. Also theoretisch kann jeder hier mitspielen. Kann jeder mitspielen. Also jeder kann hier auf dem Server drauf. Ja. Nö, keine Ahnung. Ist denn hier nicht irgendwie... Was ist ein Barriga? Ist das ein Lager, was irgendwer erstellt hat? Über uns? Barriga, also da ist die Burg. Okay. Ach, das ist die Burg.
Popolka Military haben wir auch hier in der Nähe. Relativ in der Nähe. Rechts von Pusta. Rechts von Pusta. Ah, das ist aber nur ein Gebäude. Die Topalaco. Oder? Ja, genau. Topalaco, aber das ist ja nur ein Gebäude. Ja, bei den anderen wird noch mehr los sein. Ich meine, das ist das, was hier in der Nähe ist, zumindest, ne? Also. Ich meine, wir können auch einfach direkt Northwest Airfield einfach hinlaufen. Wenn das schon so egal ist, von der Entfernung her. Oder VMC West? Military Base, einfach. Alter, ja, ist ein ganzes Stück, das ist aber ein ganzes Stück zu laufen, alter Schwede. Ja, ist halt ein Laufsimulator. Ja, wir können doch erstmal jetzt hier nach Natezidino laufen, da ist eine Police Station. Siehst du das? Über Tscherno. Über Tscherno. Da hast du hier Dann lass das markieren. Auf welchem Server seid ihr denn jetzt? Wie heißt der Server nochmal? Du liebe Neune. Dragon Dungeon, wie hieß der? Dangerous Dragon. Danger Zone. Genau, einfach nur Danger und dann müsste das eigentlich kommen. Danger Zone. Ja, ich hab's an. Da, Marker. Da gibt's mehrere. Mordhut. Ja. Active Admins. Map Plus Trader. Ja, das ist der, glaube ich. Sind da über 70 Leute drauf? 73, ja. Ja, das ist der. Alles klar. Ja, dann warten wir doch hier. Dann sollen sie in Chernobyl spawnen. Ja. Ja, kann man sich das aussuchen? Ja, kann sie aussuchen. Rechts konntest du ja auch aussuchen, hier statt. Ja gut, das Problem ist alles auf Russisch, ne? Ja, ich muss mir erstmal jetzt die Mods runterladen. Also dauert noch einen Moment. Ja. Ich würde so gerne schießen. Ja, dann steck dir doch die Flinte in den Mund und drück ab. Nee. Ja. Wenn du unbedingt schießen willst. Wie war das nochmal? Achso, das geht auch, ne? Stimmt. Klar, du kannst nicht so rumbringen, du kannst alles hier drin machen. Oh, warte mal, das war... Aber ich weiß nicht, welche Taste das war. F gedrückt halten oder F Spam, nee, irgendwie sowas? Nee, Gesten, du kannst ja richtige Gesten machen. Stimmt. Ah, man mit kann K kannst du die Punkte dir anzeigen lassen, die Markierungen und auch wieder wegmachen. Du hast einen starken Puls, habe ich jetzt gerade gemessen. Oh, danke. Weißt du, weil du da bist. Mit P kannst du die Spiele anschauen. Snowball ist dabei. 71 Spiele sind gerade aktiv. Krass. Ja. Was ist das? Mehmet, einhändig schießen. Man kann als Truppe zusammenlaufen, also man kann aber nicht wie bei MEZ, sag ich mal, eine Truppe joinen. Jeder ist trotzdem für sich und das ist halt das Schwierige daran. F11, drück mal F11. Ja, aber du kannst dir ja diese Armbinden machen, dann kann man sich wenigstens erkennen. So, Junge, und jetzt drück ab. Mach mal, drück mal F11. Also, da passiert ja nichts. Du hältst das ja nur da dran. Das komm her, Zippel. Okay. Jetzt laufe ich hier mit den Daumen rum und krieg den Daumen nicht weg. So, jetzt. Stimmt, du hast ein Messer. Ich habe leider nichts Farbiges da. Warte mal. Ich kann das mit Messer auch machen, ne? Ja. Warte, wie breche ich das ab? Okay. Ich wusste eben auch nicht, deswegen habe ich dir die Geste aufgehört. Heyday, auf geht's. Wo ist die nächste Bank? Drück mal F4. Komm mal her. Ja. Jetzt einfach so durch die Gegend laufen. Guck mal, was spielen wir gerade? Dem Z. Ah nee, das ist ein Zielfernrohr. Nee, ist ein Herz. Ja, könnte man meinen. Komm, ich loote mal hier. Hast du schon hier schon alles gelootet oder was? Ja. Aber irgendwo war, glaube ich, irgendeine rote Hose oder ein rotes Oberteil. Das Motorrad. Was liegt hier? Essen? Guck mal. Motorradkappen auf.
In den Waggons sind ab und zu echt guter Stuff. Aber wir können schon fast einen provisorischen Rucksack. Ah, hier, komm mal her zu mir. Ich Wo bin bist du denn? Hier Waggon. Waggon. Ich guck gerade raus hier. Links ja. hier. Ja, ja. Mach mal hier. Ja, moin. Clean. Ja, ich geh mal kurz hoch. Mach mal hier die Hose klein mit deinem Messer. Stoff zerfetzen. Zerfetzen. Der Hackfleischhacken ist der Hacker. So. Okay. Ja. Und jetzt? Ich hab nichts in meinem Inventar. Wo ist es hin? Aber warum ist es weiß? Es war doch mit Farbe. Ich hab's aufgehoben. Ach so. Guck mal, ich schmeiß sie mal hin. Guck mal, ob du es noch kleiner machen kannst. Dark Fortnite war gar nicht. Was soll ich machen? Guck mal, ob du es noch kleiner machen kannst. Mal irgendwie funktioniert es gerade nicht als Armbinde. Nee, ich kann es nur nehmen. 2 von 6 steht da aber auch, ne? Dann teil mal. Hab ich schon. Und jetzt ziehst du mal um auf den Arm. Warte mal, improvisierte Augenklappe. Armband erstellen. Genau. Du machst gleich noch eins. Perfekt, ich hab's genommen. Dann machst du auch noch eine. Ach, jetzt check ich das erstmal. Ja, krass. Jetzt das heißt lachen. Das alles. Wenn jetzt ein Sniper-Schuss kommt von der Seite. Putz. Perfekt, das kannst du dir anziehen. Aber es ist schon komisch. Wir haben eine rote Hose zerschnitten, aber es weiß geworden. Ja, egal. Ja, hier wird wieder geballert. Aber wie gesagt, deine Schüsse habe ich auch gehört und nur was am Arsch der Welt, ne? Also. Ja, komm, lass mal Richtung Marker so langsam laufen. So, ich habe die gar nicht mehr gepinkt. Also hier weiß ich wenigstens, dass wir überleben. Also wenn wir sterben, dann liegt es daran, dass andere Spieler uns töten. Aber es leckt auch nicht, wenn du vor mir läufst. Oh, jawollo, eine Pistole direkt nehmen. Ach, guck mal, habe ich sogar ein Magazin für. Und ein Reparaturkit ist auch noch drin, nimm mit. Oh, warte mal. Ein Lederkit. Kombinieren. Oh, ja, Mann. Hey, oh, geiles Gefühl. So, jetzt habe ich auch Bock. Guck mich an. Jetzt habe ich auch Bock. Welche Muni zu schießen? Habe ich schon alles. Ach so. Nee. Das ist 380 ACP. Ja, hier. Liegt. Danke. Geil, perfekt. Und da lag gerade auch noch ein Schlag. Warte mal, kann ich kombinieren? Oh, guck mal. Ja, wir können es auffüllen. Schalldämpfer. Let's go. Ich will mal das Magazin auf. Hä, warum habe ich denn 2 Magazine? Oh ja. Genau, jetzt nimmst du das Magazin in die Hand und dann die Patronen draufziehen. Kombinieren. Geht nicht. Warum auch immer. Jetzt ja. Maus drücke. Du musst deine linke Maustaste drücken. Wie linke Maustaste? So, mach ich ja, kombinieren. Kombinieren. Munition nehmen, drauf. Ach da! Und jetzt Magazin laden. Ach, ich muss es selber gedrückt halten jetzt. Okay. Ah. Ja, der hat das anfangs war es nicht so. Ah, okay. Guck, die Sonne kommt auch. Sehr schön. Guck, wir sind auch schon wieder trocken. Das ging jetzt relativ fix. Tauschen. Irgendeiner hat hier gerade C4 benutzt. Okay. Schlagring. Stehen einen ab, den ja. Putz, komm. Warte mal. Jetzt habe ich nur noch 11 Schuss.
Ach so, okay, man kann also, okay. Also wie so einen taktischen Magazinwechsel oder so machen. Geil. Ja, läuft doch schon mal. So, dann Richtung Marker. Ja, genau. Warte mal. 2,4 Kilometer. Warum habe ich jetzt hier mehrere Marker? Ja, die mehreren Marker sind hier Black Market und so, meinst du? Nee, da steht auch Marker. Ja, dann hast du selber einen Marker reingehauen wahrscheinlich. Ich nehme trotzdem die Machete in der Hand. Ein 2,4 Sack. So. Mods installiert? Ja, bin gleich fertig. Ja, wo ist denn Fitzi jetzt hin? Du bist stehen geblieben, ne? Ja, ich hab was geguckt. Ich lauf dir so grob hinterher. Ja, da bist du ja. Keine Ahnung, ich sehe dich nicht. Ja, warte. Na, Dennis. Zigtausend Viecher. Da. Ah, da bist du. Ja, der Lupus kann ja hier spawnen. In Tscherno. Dann ist das ja optimal, ey. Tscherno? Ja, genau. Mhm. Na, ein Taube. Bin hier in Polen, sag mal. Ja, was soll gehen, ey? Nichts, DayZ, ne? Und bei dir, Taube? Lange nichts gehört, ey. Okay, komm nicht rein. Bandana. Das kann man doch mitnehmen. Ja, Mann. Also ich fall auf. Nee, komm bitte hierher. Warte. Komm bitte hierher. Hä? Komm her, genau. Bist du weitergelaufen? Nee, hier im Haus. Da, rechts. Ja. Nimm die Maske bitte. Zieh sie dir auf. Zieh sie auf. Warte. Oh yes. Sexy. Also fand ich das mit dem Bandana besser. Mr. Pinky. Das können wir ja für Lupus mitnehmen. Passt ja. Oh, jetzt ist ja Wasser. Warte mal, ich spring hier rüber. Hopp. Eine gebrochen. Ja. Das wär's jetzt. Aber hat geklappt. Oh. Bin schon mal am Startbildschirm. Oh, dann. Bist am DMZ zocken, aber ich hier Leute haben es auf mich abgesehen. Nur Chance. Ja, keine Ahnung. Müssen wir, glaube ich, auch mal wieder zocken. Mit der Community treffen. Ja, theoretisch könnt ihr ja alle dem Server beitreten. Ne? So ist es nicht. Steht ja jedem frei. Ist ein offener Server. Na, ein Postman. Stimmt, da oben kommen die Hochhäuser von Tscherno. Wir laufen gerade Richtung Dubovo hoch. Können hier andere Spieler kommen? Ich will mal meine Waffe testen. Nur die PC-Spieler können drauf. Ach, weil das Mods sind, ne? Oder? Können PlayStation Tscherno West oder East? Eher East, ne? East, mach mal East. Mit M kannst du ja dann gucken, wo du bist. Genau. Dann warten wir mal eben. Dann legen wir uns doch mal hin, lieber. Die Payday-Maske hat DayZ damals rausgenommen. Warum das denn? Ja, also wegen den Mods geht nur PC. Ja, habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Deswegen so, PC ist am besten.
Wo rennt ihr gerade hin? Wir sind gerade zwischen Dubovo und der Ortschaft da drunter so. Okay, ich bin am Leuchtturm außerhalb. Rechts oder linker? Ach, bei Golova? Rechts, wenn du Richtung Elektro schaust. Ach, den rechten Leuchtturm. Da, wo der Bierkrug ist. Genau. Oh, dann lass uns doch da in der Nähe am Wasserhahn kurz treffen. Ja, ja, genau. Ja, dann laufen wir mal dahin. Ich kriech. Dauert ein bisschen. Krass. Lizenzgründe? Also, ja, mein. Lass den Brecker nehmen. Ja. Da ist hier nichts. Ich muss schon wieder essen, ne? Ich glaub's nicht. Ja, aber ich warte noch ein bisschen. Noch wie die Idioten. Wir müssen einfach mal normal laufen. Ja, warum ist mein Typ denn kein Ausdauerläufer? Ich verstehe das nicht. Man kann doch wohl 5 Kilometer am Stück laufen. Sollte man wohl hinbekommen. Also eine gewisse Grundausdauer hat jeder Mensch. R4G3HC, danke für den Follow. Können ja noch die Häuser vor uns looten. Ja, genau, hatte ich auch vor. Vielleicht finden wir da noch was. Und danke für dein Sub. Bimmel Party. Sind das Äpfelbäume? Ja. Ja. Musst du gucken auf Boden. Dunkelrinde. Musst du gucken einsammeln. Auf Boden. Zwecks Äpfel. Moin, Black Kaiser, grüß dich. Guck, hier eine Äpfel gefunden. Perfekt. Makellos. Ich glaube, ich habe das falsche. Wie viel Rinde willst du denn mitnehmen? Ja, weiß ich nicht. Nein, überhaupt. Den halben Baum macht er leer. Ah, ja, moin, 8 von 8. Ja, mitnehmen. So. Ja, ich dachte, das kommt sofort in mein Inventar. Ich lag jetzt echt nur ein Apfel? Immer zu einem Baum hin und Tab drücken. Das sind ja schwache Äpfelbäume hier. Tja, das sind halt Bio-Äpfelbäume. Bin nicht gedopt. Oh, schön, ich hab ein Bier gefunden. Perfekt. Was hast du gefunden? Ja. Ja. Okay, du warst schon oben. Ja. Gold Grim Reaper, danke für dein Follow. Ja, wie gesagt, Twitch werde ich jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall immer parallel streamen zu YouTube und ja, mal schauen, wie sich das so in nächster Zeit verhält. Ranger-Mantel. Ja, hier wird nichts sein. Hm. Ja, ich laufe mal wieder runter Richtung... Andy Deluxe, danke für die Spende. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Hm. Ja, am Wasserhahn wollten wir uns treffen, ne? Hm, ich renne schon in die Richtung. Oder wo bist du jetzt? Ja, ich renne auch gerade. Ich bin gerade hier an dem Teich. Ah, du bist am Wasser. Ich bin links. Moin, Luca. Ich hab noch 300 Meter. Wo sind die Meters? Der Hutmacher, moin. Dein Bild ist volles Ruckeln. Wie meinst du? Voll am Ruckeln. Echt? Naja, auf Twitch schon ein bisschen. Stimmt, das filmt jetzt aus. Oder? Auf YouTube auch? Das weiß ich nicht. Den Stream habe ich jetzt nicht. Also offen. Bei Dragon zum Beispiel nicht. Hm. Siehst du, das meine ich nämlich. Twitch und YouTube verträgt sich einfach nicht. Ah, okay. Einfach hier den Schienen. Ja, dann in, genau. DayZ besteht eigentlich nur aus Zombies. Genau. Mit PvP halt. Okay.
Gut, bei den meisten läuft's flüssig. Dann ist gut. Sieger. Ah, ich hab ja was für dich. Was denn? Nehmen Sie mal mit. Zweitwaffe. Oh. Was denn für eine? Wo bist du? Ah, da vorne ist er. Oh, ich sehe einen Spieler. Der rennt auf mich zu. Weißer Pulli bin ich. Nein. Nee. Oh. Das ist nur Fitzi. Warte, hier. Ach so. Habe ich dafür überhaupt... Ach, warte mal. Ja, natürlich. Warte mal, habe ich. Warte mal. Du kannst immer nur einen Schuss reinmachen, bestimmt. Ja, warte mal. Wo? Hatte ich das nicht oder war es in der letzten Runde? Ah, ich glaube, das war in der letzten... Ich lag jetzt einfach im Haus drin, deswegen. Die Häuser sind noch nicht so richtig gelootet. Na, ich glaube, ja, das war in der letzten Runde mit der Munition. Egal. Ich habe hier mal den Stream auf den Sauber Dangerous. Server startet bald neu. Wo stand das? Hä? Ich habe nichts gesehen. Nee, Gandalf schreibt das gerade im Chat, deswegen. Oh, ich habe hier Muni. Musst du da noch ausspackeln? Hallo? Hallo? Ah! So, erstmal was trinken. Ach, bist du schon voll zum Wasser? Ja, wir sind schon da. Zum vor eins was am Wasser. Also deine Armbinde sieht ja mal echt kacke aus, ne? Ja, ne? Ja, die ist XXL. Ja, ich hab ein paar Wasserflaschen zum Auffüllen. Aber Lupus, ich hab hier was für dich. Ja, stimmt, ich auch. Warte. Ja. Einmal hier. Warte, ich leg ihn hin. Hier, für dich. Oh. Du musst jetzt immer mitnehmen. Wie toll. Ein Teddybär mit Herz. Ja, warte mal, dann gebe ich dir mal die Waffe. Ich habe zwar keine Munition dafür, aber mir reicht die Pistole vollkommen aus. Ich gebe jetzt... Habe ich noch ein Küchenmesser. Scheiße, man kann das ja gar nicht anmarkieren. Nice, dankeschön. Hier am Brunnen steht eine Wasserflasche. Bedient euch. Kann einer haben. Füll ich die nächste. Oh ja, machen wir es erstmal leer. Jo. Oh nein. Ja, Server Neustart. Ja. Du wurdest vom Spiel entfernt. Admin kickt dich. Ja, Server Neustart. Server Reset. Ihr Schweine. Da müssen wir kurz warten. Luca, da sind Zombies, aber die sind halt nicht überall, ne? Also ist jetzt nicht so wie bei MW3, du läufst in eine Zone rein und die laufen 10 Millionen Zombies hinterher, ne? So ist es nicht. Weil sobald hier irgendwelche Zombies hier hinterherlaufen, das sind ein paar Hits und du bist down. Ist nicht so wie bei MW3. Sagen wir es mal so, in ein paar Gebieten gibt es halt bestimmte mehr Zombies. Ja. Kann ich jetzt einfach auch spielen gehen? Das ist zurzeit gesperrt. Okay, dann müssen wir noch kurz warten. Ja, müssen wir eben warten. Kurzes Päuschen. Alle schreiben so Server Restart, ich habe gar nichts gelesen. Fitzi aber auch nicht, ne? Und links stand das da wohl. Das waren aber keine 3 Minuten. Ah ja, kann sein. Versus Wild. Immer noch nicht. Dun, dun, dun. Da, 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 da. So, warte mal. Nee, immer noch nicht. Ja. Immer noch nicht. Na, hör mal. Sieht voll gut aus mit der Waffe mit dem Schalldämpfer. Ich sehe gerade, dass ich die Schrotflinte oder was das war, diese Flinte auf jeden Fall noch habe. Wohl. Du hast die Flinte noch? Ja, wird mir angezeigt. Ich glaube, es geht wieder. Ja, es geht wieder. Ja. Rein da. Nee. Konnte nicht hergestellt werden. Server nicht erreichbar. Nochmal.
Du triffst diesen Server bereits bei, bitte warten. Okay. Ja. Der nette Mann, was denn zusammen zocken? Was meinst du? MW oder was? MWZ? Angeblich trete ich dem Server schon bei, aber mir wird nichts angezeigt. Ja, ich warte. Doch, muss einfach nichts machen. Ich bin drin. Okay. Warteschlange 2. So. 19. Laden in 9, 18 Sekunden, okay. Dark, ja, es gibt einen Discord. Ausrufezeichen DC und dann kommst du auf unseren Discord-Server. Über 1000 Mitglieder drauf. Kannst gerne dazu stoßen. So. Jo, ich bin am Brunnen. Flint habe ich doch nicht mehr, aber. 20 Sekunden. So. Der erste, der jetzt spawnt, der wird erschossen. Das Geile ist, eigentlich müssen wir wieder nach Tscherno reinrennen. Ah, ja, da findest du halt nicht so krassen Loot. Theoretisch müssten wir irgendwo hochrennen. Mal Richtung Mitte. Ja, da, wo wir das halt anmarkiert haben. Ich mach mir nochmal einen Marker jetzt wieder hin. Jo, mein Essen. Ach, der Marker ist ja immer noch da. Er läuft. Mr. Dilson, vielen Dank für die Spende. Dir auch noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Ja, DayZ, wenn du PC spielst, kannst du ja theoretisch direkt joinen. Das wäre ja gar kein Thema. Über PlayStation geht es ja leider nicht, weil das ja so ein Community-Server ist mit Mods. Da ist wer im Haus. Im roten Haus ist wer. Im roten Haus. Der guckt uns zu. Was ist der guckt für uns? Da ist ein Spanner. Das ist ein Stalker. Das ist sowieso geil, dass du einfach mit deinem Kopf einfach so 360 machen kannst, ne? Einmal kurz. Ja, moin. Ja. Alter, ich gute. Vor allem dein Herz. Dein Herz. Dein Herz ist am Bluten. Ei. Ist die bekloppt? Was hast du denn in der Hand? Ja. Ich hab gar nichts in der Hand. Dicke Ringe, dicke Klunker sind das da. Da gibt sie mir einen Cut. Pass mal auf, ich hab da meinen Ring an. Die Schläfe wahrscheinlich getroffen oder sowas. Direkt eine Lippe aufgerissen oder sowas. Ja, gut. Seid ihr komplett vollgetrunken? 2,6, ja. Ja, warte mal, du läufst komplett alleine. Sie ist komplett nach links gelaufen. Du rennst nach rechts. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wir laufen nach Richtung. Aber warte mal, die Base ist gar nicht mehr da. Na, das Dino. Kann das sein? Da wollten wir ja hin, wir wollten da, wo die Police ist, was du markiert hast. Ach ja, stimmt. Ja. Okay, ja, Police war das. Ja, dann. Was ist das vorne? Ah! Oh Gott, ich kotze gleich. Zu viel gesoffen, ne? Ja. Ja. Ich kotze gleich. Ah ne, da. Also Wasser und Apfel mögen sie sich nicht so. Zombie? Ist Spieler? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Oha. Ich gehe ganz. In dem Holzhaus, ja. Der ist gerade reingelaufen. Meinst du? Der wird hinten raus. Ist ein Zombie, 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 ein Zombie. Jo. Fliegt durch, Alter. Oh, hier ist die Gefahr, dass wir uns gegenseitig abstechen. Warte, ich hab sie. Alles gut. Okay. Nee, die haben nichts. Streichhölzer. Oh, die nimm mit. Auf jeden Fall. So. Man merkt, es sind Zombies auf einmal da. Ja. Okay. Und dann nochmal. Ja, hier ist wieder alles voll. Hier war von gar nichts. Richtig gut. Ja. Verpisst euch. Wen wollen sie? Geht's weg von mir. Ja, war ja klar. Zu mir.
Nein, nicht zu mir. Ah, ich hab hier auch einen. Was ist der? Demoliert, verdorben, Paprika. Eine kleine Tasche hätte ich hier im Angebot bei mir. Im Zombie. Eine kleine Ledertasche. Oh, die ist aber schön. Die Handtasche to go. Öffnen. Ah, die Fleisch. Ah, da. Jetzt kann ich es öffnen. Fleischwurst. Essen. Nee, Fleischpaste ist das. Jetzt erstmal schön der Leberwurst. Ich hätte auch nochmal. Ich habe nur noch Leber. Ach, wir haben ja noch Reis. An. Ja, Reis habe ich auch noch. Wo alles gehen wir jetzt hin? Richtung. Aus. Ja, warte mal. Wenn du es genau wissen willst, hier zu Nadez Dino Police Station. Ist über Tscherno so gesehen. Mhm. Nadez Dino. Dann kämpfen wir uns weiter nach oben. Jo. Warte mal. Taschenlampe. Kombinieren. Jo, jetzt habe ich auch eine Taschenlampe, die funktioniert. Sehr geil. War hier schon mal Nacht? Weiß nicht, ich nicht. Wa? Also wir hatten jetzt nicht das Vergnügen. Alter, komm mal hier in die Hütte rein. Da ist voll der gute Loot drin. Das sah auf jeden Fall gut aus. Der Klassiker. Ja. Oh. Mhm. Von links hat einer geschossen. Ja. Ich hätte eine Olga-Tür im Angebot. Eine was? Eine Olga-Tür. Auto. Olga-Tür. Das ist Auto. Das ist so ein kleiner Familienauto. Und der Benzinkanister. Oh, ey, 2,1 Kilometer, Mann. Von den blauen Bergen kommen wir. Wir haben schon wieder eine Person verloren. Und da hinten. Die ist schon wieder shoppen, oder wie? Ich habe geguckt, ob ich da ein Auto finde. Ja, so ein Günther wäre Auto wäre wirklich gut. Ja, Auto wäre richtig gut. Aber Alter, du fährst 10 Meter, auf einmal hast du einen Bug und bist 500 Meter woanders. Das ist sehr risky bei den Autofahren hier. Da spricht der Kenner. Mhm. Deswegen, du darfst nicht schneller fahren wie 30 oder so oder 20. Und in der Stadt sowieso nicht schneller. Nehmen wir die Stadt Dubovo genau. Vorher noch mit? Willst du in die Hochhäuser oder wie? Ja, keine Ahnung. Also wir können noch durchlaufen, ist das egal. Ja, nur es kommt sonst halt nichts anderes auf dem Weg, deswegen. Da ist mir im Wald, finde ich. Boah, ich frage mich, ey, wie ich das damals so lange zocken konnte, ne? Weil es gibt ja wirklich kein Ende, ne? Ich habe das tot gesuchtet. Wir sind also jetzt so 5 durchgelaufen. Moin, Onkel Schulle, grüß dich. Ja, wenn du erstmal ein Zelt findest und baust dir das Zelt versteckt irgendwo in den Wald rein und hast da drin immer Loot. Dann macht's ja mal mega Spaß. Und hier ist halt geil, du kannst ja den Spawn dir aussuchen. Mhm. Du kannst halt immer in die Nähe von deinem Zelt hinrennen. Schön im Gebüsch verstecken, Schloss hin, fertig aus. Ja, ich habe meine Wertsachen immer vergraben. Oder so.
Oder in die Tonne und du versteckst die Tonne irgendwo auf dem Haus oben drauf oder so. Stimmt, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Tonnen, Zelte. Wie der Server hier heißt, Leon. Wie heißt der Server nochmal? Danger Zone. Danger Zone. Dangerous Zone. Warte mal, wenn du P drückst, dann müsste es. Ja, da steht Starber auf Russisch. Ja, Starber. Nasdrovje. Nasdrovje. Ja. Mir blärt. 61 Leute sind drauf. Aber meine Erfahrung war eigentlich hier nicht so guten Loot. Nee, ich glaube, hier ist auch nicht guter Loot. Onkel Schulle, ich wollte einfach mal wieder was anderes zocken. Einfach mal was anderes als Call of Duty, sag ich mal. Weil Call of Duty ist halt, ja, machen wir uns nichts vor, ey. Wieder vor, also, es macht Spaß, aber es ja, musste mal was anderes kommen. Es macht Spaß. Willst du jetzt echt die 10 Stockwerke jedes Mal hochrennen? Nein, 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 ich renne hier vorbei. Also, ich nehme nur das Nötigste mit. Keiner. Ja, moin. Nein! Habt ihr das? Das war Mr. Pfister! Oh, ja, warum sagt ihr denn nichts? Person reanimieren! Ja, hat er geschafft, also mich zu erschrecken. Mich kann man nicht erschrecken. Ich schieße einfach nur. Ich sehe da nur so irgendwas. Er hat Puls! Ich habe ihn reanimiert, erfolgreich. Ja, warte, er blutet, warte, ich muss ihn verbinden. Ich verarzte ihn. So. Seit 5 Minuten renne ich hinterher und ihm fällt nichts Besseres ein, wie mich über den Haufen zu schießen. Ja, sicher. Wie viele Blutungen hast du denn noch? Noch eine. Jetzt ist vorbei. Eieiei. Ja. Die Leute adden, ne? Mit? Geil. B. B. Mit B? B. Mit B. Wie Papa. Ja, ach ja, da Long und dann. B wie Paula. Ah. Ach, wie ging das nochmal? Keine Ahnung. Du kannst auf jeden Fall auf P, da kannst du dir die Namen hier auswählen. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. I am friendly. Verpiss dich. Scheiße, Alter. Richtige Hinrichtung. Ey, was willst du? I am friendly. Ruski, yes. Hier gibt's keine Freunde. So, ich muss nachladen. Alter, Vater. So. Ey, sowas war Spaß. Ich bin jetzt nach rechts gerutscht. Warte mal, wenn ich jetzt mal so antippe. Und dann auf. Da kommt ihr angelaufen. Bam, bam, bam. Tschüss. Du musst eine Party machen, okay. Dich will ich haben. Dich, Mr. Fiester, wenn ich dich jetzt. Es ist ja genau das, das funktioniert irgendwie nicht richtig bei denen. Ich bin jetzt rechts drüben. Ja, aber nur du, alle anderen nicht. Warte mal. Lupus ist jetzt verschwunden auf einmal, weil sie eine eigene Party aufgemacht hat. Ja, genau. Muss ich eine Farbe wählen? Auch nicht. Also bei uns war es damals einfacher. Ich weiß aber echt nicht, wie das bei denen jetzt da geht. Jetzt konnte ich alle markieren. Jetzt hat? Nö, immer noch solo. Und wieder rausgeflogen. Und wieder rein. Und wieder raus. Schade. Egal, geht auch so. Oh. I'm friendly. Ich auch. Hast du gesehen? Bam! Pass auf, der kommt gleich voll ausgerüstet. Ach, in die Ecke. Ja, wartet mal. Ihr habt mir meinen Stein geklaut. Durch meinen Tod. Achso, da hinten, der hat noch einen in der Leiche. Ich brauche einen Stein. Hier hast du noch einen Stein. Na super. Habe ich den nicht eingesteckt? Nö. Doch, als Trophäe. Mann, ey. Da renne ich euch hinterher, schon seit keine Ahnung wann, ne? Und dann... Ah, nee. Schäm dich. Ich fand's gut. Ja, ne, man schleicht sich nicht an. Hab ich doch nicht. Ich bin einfach hinterhergerannt. Geschlichen bin ich nicht. Ja, es hieß da nur, da ist einer, ja. Und dann. So schnell bin ich nicht. Das müsst ihr langsam machen. Ich kann doch Krebsgang machen. Ja, eigentlich wollte ich auf meine Dingens wechseln.
Muni habe ich jetzt. Hauptsache Radau machen, das ist gerade das Richtige bei den Zombies. Ja. Ja, 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 Hauptsache schießen. Ja, ja, ich habe doch einen Schalldämpfer drauf. Ja, ist trotzdem laut. Bin ich jetzt nicht. Jetzt will er zu mir. Hau ab. Ja, gib ihm. Schlagengel. So, wie viel Schuss habe ich jetzt hier? 8. 8 und 6, okay. Der Weg ist noch, dass das nicht geht. Ich muss Hände waschen. Bin verseucht. Was? Das war Andi jetzt gerade, der jetzt den Fitzi jetzt hingerichtet hat? Ja. Warum reden die dann Englisch? Die sollen sie einfach Deutsch reden. Ja, passiert. Passiert. Oh, Brunnen. Nee, kein Brunnenauto. Ja, er weiß ja, wo wir sind. So, na, das klappt ja kein Mensch, wenn das jemandem erzählt. Ja. Ja, hier ist nichts. Wir können weiter durchlaufen zu dieser Police Station. Bei den Hochhäusern wirst du sowieso kaum was finden. Ja. I'm friendly, das war ich, Eierköpfe. Ja, dann musst du Deutsch sprechen und dann musst du sagen, ich bin aus der Community oder sowas. Keine Ahnung, ey. I'm friendly. Das kann mir jeder erzählen, dass er friendly ist. Zweifelsfall, wir haben sogar einen Textchat. Ist das so? Tatsache. Ja. Haben wir eine Nonne mit dem roten Helm dabei? Naja. Die nicht schnell laufen kann, du bist zu schnell. Marcel. Brauchst du was zu trinken? Nee, ich brauch Blut und Leben. Siehst du alles grau? Ja, ja. Ich hasse es. Ich habe auch noch Gummigeschosse. Wir könnten einen Gnadenstoß geben. Nee, du, lass mal. Muss nicht unbedingt sein. Ich kann dir ein Bier geben. Vor allem, ich sehe gar nicht aus wie eine Nonne. Ich sehe eigentlich aus wie so ein Penner mit den Handschuhen und mit der Kutte da. Mein Gott, kannst du nicht laufen? Nee, du bist Frodo Beutling. Komm, Frodo. Ich bin auf meiner Reise. Das könnte aber ein bisschen so Harry Potter-mäßig sein auch. Nee, da will ich mich einfach heile zaubern. Das ist Bibi und Tina. Muss ihm einer die Nase abschneiden. Ja, Voldemort. Warte, ich hab einen Schlagring. Bleib mal stehen. Einmal gerade hauen. Ich hab einen Stein. So. Okay, wir spielen hier kein Rust. Wir sind hier nicht bei Rust. Okay. Obwohl, Rust könnten wir eigentlich auch spielen. Das macht so einen Rust Spaß. Macht richtig Laune, ja. Können wir auch sehr gerne spielen. Können wir auch irgendwann mal machen, ja. Wie weit bist du denn jetzt schon? Das ist ja katastrophal hier. Ich bin so lahm. Oha. Okay, wir dürfen nicht mal gehen. Wir müssen kriechen, Jungs. Ja. Ja genau, ihr seid meine Zwerge. Komm, Kriechgang und Attacke. Los geht's. Kann man hier anschieben irgendwie? Schön wär's. Baut mir einen Rollstuhl. Ich kenn ein Mittel. Lauf. Nein. Lauf. Es geht nicht. Ich trinke jetzt erstmal an. Ich hab was anderes. Wer hat was? Was hast du? Apfel oder was? Bleib stehen. Bleib stehen. Ja, moin. Hallo. Soll ich die Handfessel noch nehmen? Ich habe keine Schlüssel dafür. Nein, nicht die Handfessel. Nee, die kriegst du ab. Handfesseln kriegst du ab. Aber dauert ein bisschen. Ja. Aber jetzt brauchen wir nur noch, warte, hier ist Seil. Und Stöcke. Ja, dann habe ich wenigstens einen Rucksack. Genau, Seil habe ich hingeschmissen. 3 lange Stöcke. Du kannst ja hier einfach pflücken, oder nicht? Pflücken. Pflücken mal. Hier pflücken. Haben wir hier Langstock. Guck. Ja, sicher. Einmal 3 Stück, bitte. Jawohl. Ich hab 2. Warte, hier kommt der nächste. Oh, ein Kilometer nur noch? Ey, wir kommen relativ schnell voran, ey. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Langsamgang unterwegs. Wo ist denn der letzte Stock? Hier oben. Ach, da oben? Ach, da hinten. Ja. Meins. Onkel Schuller, es tut hier
Russland oder irgendwie sowas sein. Ich würde so lachen, wenn jetzt gleich ein Bär kommt. Jo. Aber wir haben ja Waffen. Aber hier im Gebiet. Ja. Ich weiß gar nicht, ob. Wie ging das jetzt wieder mit dem Dings? Mit dem. Du musst doch erst einen Sack. Ne, du hast den Sack. Ich hab den Sack. Du nimmst jetzt erst den Jutebeutel in die Hand mit der Schnur. Ich wollte die erst auf den Boden legen. Genau, die oder wegpacken. Jutebeutel, kombinieren. Schnur, kombinieren. Dann machst du erstmal so einen anderen Sack und dann die Äste. Na, so ein Umhängesack. Und der Rucksack ist sogar ziemlich gut und der ist auch groß. 30, ich glaube mehr wie 30 hat der. Oder 40 so. Sogar. Jetzt habe genau. Ich den Jutebeutel und jetzt muss ich... Fischstöcke kombinieren. Ich kann das nicht kombinieren. Oder leg den hin, den Sack, und dann nimm den Stock in die Hand. Geht auch nicht. Warte mal. Er macht schon so. Einfach anziehen, ne? Geht, hä? Bei mir steht die Jute-Umhängetasche. Ja, jetzt hast du eine Umhängetasche. Ja, genau. Aber ich kann die Stöcke nicht kombinieren mit dem Ding. Also vielleicht hätten wir es andersrum machen. Egal, aber jetzt hast du trotzdem eine Tasche. Warte mal, ja. Vielleicht sind die Stücke zu groß. Schule, ein bisschen müde bin ich, aber liegt nicht am Spiel. Ne, müssten lange Stücke sein eigentlich. 3 Stück. Ja, ist doch wurscht, jetzt hast du eine Tasche, komm. Kriech. Ja, ich krieche. Wo ist ein Lupus eigentlich jetzt? Ah, jetzt machst du ja irgendwas. Ich bin weiter vorne. Okay. Ja, dann laufe ich auch schon mal vor. Passiert. Ja, genau. Vielleicht geht das nämlich mit den kurzen Stöcken. Ja. Jute-Rucksack herstellen. Ach, mit kurz? Ja. Früher war es mit lang. Okay, ist ja alles anders. Ja. Ja, so schaut er gut aus. Long Merkel für nächstes Jahr mal, jeder, wo nicht zuerst schießt. Wie viel Platz hast du jetzt drin? Im Rucksack 42, in meinem Mantel auch 42. Ja, der ist halt echt gut, dieser Billo-Rucksack. Mhm. Und der ist halt nicht so auffällig. Das stimmt. Ja, Drang, das Problem ist aber, wenn ich ja nicht zuerst schieße, besteht immer noch die Gefahr, dass das Gegenüber zuerst schießt, weißt du? Deswegen trotzdem immer zuerst schießen. Siehst du ja, ich habe ihn ja erfolgreich reanimiert. Passt ja. Ich bin am Rumkrebsen jetzt wegen dir. Da ist nichts mit erfolgreich. Du hast ja auch mindestens 4 Kugeln gefangen. Naja, im Zweifel bei Friendly rufen und dann erschossen werden, ne? Ja, spielt keine Rolle. Hätte er auf Deutsch gesagt, ich bin freundlich, hätte ich nicht geschossen. Ja, hätte ich auch verstanden. Deutsch verstehe ich ja. My English is not the yellow von der Egg. Wohin wollt ihr nach Dezino, ne? Ja, hier geradeaus, hier zur Police Station. Oh nee, ich glaube, das sind zu wenig Leute für so einen Community-Server und dafür wird das, glaube ich, eher zu selten gespielt, Daisy tatsächlich. Haben wir auch überlegt und geguckt halt, was das kostet und so. Aber ich glaube, da kriegen wir zu wenig Leute drauf. Lohnt sich so an sich nicht. Würde ich so jetzt nicht sagen. Ich auch nicht. Wir hatten einen Server. Ja. Ich hatte auch früher Server. Der ist gut gelaufen. Ja, gut. Wir waren mit, keine Ahnung, mit 20, 30 Mann da drauf und das geht schon easy. So einen dedizierten Server kostet auch nicht viel, je nachdem bei welchem Hoster du bist. 19, für 30 Tage mit 100 Slots 19 Euro. Also wir haben, glaube ich, damals für einen dedizierten Server, das heißt, wir hatten die Hardware für uns alleine, hatten wir für 3 Monate 100 irgendwas Euro. Aber dann auch bei, wie hieß denn der wieder? Links wird geschossen. Ich habe von Nova... Hab ich meine Server immer gehabt. Mhm. Und da konntest du halt auch alles modden, halt alles selber machen, einstellen. Ja, genau. War halt schon super. Dragon, danke für die 1000 Bits, heißt das hier, ne? Ja. Was sind eigentlich 1000 Bits? Ich weiß das gar nicht. Ich kenne mich da nur mit Twitch gar nicht aus. 6 Euro, ja. 10 Euro, musst du gucken. Also mein Leben danke auf ist jeden rot, Fall. Mein Essen ist rot und mein Trinken ist rot. Ja, mein Essen ist jetzt gerade auch rot. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Da hast du eine Birne. Doch, Milchpulver. Lass mich raten, das hast du dem anderen weggemobst, oder? Da hast du eine Gela. Ne, ich habe auch noch Reis da. Trinken habe ich auch noch. Warte mal, kannst du die andere Cola auch noch haben? Ich habe eine große Wasserflasche. Birne mampfen. In Not hätte ich ja noch Reis da. Ah, ja, genau, ich fütter dich, Alter. Ich hab selbst Hunger, nicht er.
Warte, komm her. Ich hab's gut gemeint mit dem Fitzi, ne? Ja, genau. Ja. Oh, lass das bloß nicht sie sehen. Sonst warte. Jetzt. Oh. Ah, du hast ja sogar Möpse. Ja. Ist, weil er dick ist. Wie weit habt ihr es noch? Also wir haben noch 200 Meter. Ah ja, wir haben noch 600 vor uns, weil ich habe hier so eine Schnecke dabei. Ja, sorry, aber so langsam geht's wieder mit. Ne, geht immer noch nicht mit dem Laufen. Ich habe hier so einen Gary dabei. Gary, komm heim. Hoppa. So, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Ich kann gar nicht so langsam drücken. Du kannst doch auch irgendwo eine Taste drücken, dann gehst du. Ja, stimmt. Auto gehen. Ich weiß aber auch nicht, welche. Nee, nicht nee, Auto gehen. Gehen, dann richtig gehst du gehen. Normal. War das nicht irgendwas, eine Punkt-Taste? Ja, stimmt. Die Punkt-Taste. Nee, die Punkt. Und alles. Interaktion. Ja, Posen. Posen, da sind sie ja. Moin, hier sind ja ohne Ende Polizisten, Zombies. Hinlegen, liegen, Schneidersitz. Aha. Das meinst du, du kannst direkt auf der Tastatur kurz eine Taste drücken, dass du normal gehen kannst. Ja, nicht hinlegen. Ach Mann, das wollte ich nicht. Ich will die ganze Zeit auf mein scheiß Messer umswitchen, das geht nicht. Alter. Angelo, danke für dein Follow. Angelo Merte. Oh, ich kann laufen. Fitzi, ich kann laufen. Na dann lauf. Ja, rennen kann ich noch nicht. Also der gemütlich Joggerberg hoch. Warte, wir müssen hier so rüber. Oh. Richtung Black Market einfach laufen. Mhm. Oh. Das war ein Elch. Ich höre Wölfe. Oh ne. Was? Ich habe eine Pistole gefunden. Ein Scheißmesser. So. Gib dir Rückendeckung. Ja. aber nicht mich. Oh Gott, ey. Oh, ich habe eine CR-61 Scorpion gefunden. Aber ich habe, glaube ich, sogar ein Magazin dafür. Warte mal. Die Uzi, die kleine? CR-75. Ja, die, ja, genau. Ich habe Muni dabei, aber was habe ich denn eigentlich? Für die 22 LR. Liegen noch Handschuhe. 6 Schuss. Ganzes Magazin. Ganze Pack. Was für eine Dings hast du gefunden? Wie bitte? Pinocchio. Waffe? Die CR-61 Scorpion. Das ist mutig gewesen. Bergab hüpfen ist mutig. Da brauchst du echt Eier. Das ist wahr. Daran fehlt es nicht. Ich hab ein Magazin links, für die gefunden. Komm, ach was. Habt ihr die Häuser abgesucht links am Anfang schon? Nee, wir sind. Also ich bin direkt Police Station. Okay. Oh, ein Schuss drin, ne? Egal. Gehen das Haus rein. Anbringen. Was kommt da für Muni rein? Warte. Da kommt 380 ACP Munition rein. Bitteschön. Oh, hier vorne an der Tür ist was. Ich hab eine 30er Jacke. Boah, danke. Boah. Komm mal vorne an die Tür wieder raus. Ah, der ist gut. Den brauchen wir. Braucht jemand noch eine 30er Jacke? Da liegt eine. Ich habe eine. Nee, ich finde eigentlich meinen Anzug schon sehr sneaky. Ja, ich finde meinen Cowboy-Hut cool. Der passt auf jeden Fall zu meinem Mantel. Ich nehme die Bomberjacke. Ja, damit. Liegt die wieder auf dem Boden oder was? Das Magazin liegt hier. Ja, hä? Aber. Ne, das war ein anderes Magazin jetzt, oder? Ey, jetzt habe ich zwei Magazine. Ich habe dir eben eins gegeben. Ja, krass. Okay. Desinfektionsspray. Oh ja, das bräuchte ich, glaube ich. Ah, gibt's den Brunnen? Dragon, nochmals, danke dir. Ich müsste mich theoretisch einmal waschen. Ist gerade jemand sein Magazin am Nachladen? Ja, ich. Ah, okay. Dann bist du da neben mir. Oh, ich hab ein bisschen Struggle. Dann behalt den Struggle für dich. Ich hab schon wieder Hunger. Ich
Oh ja, hier ist das Spray. Ich habe zwei volle Magazine jetzt. Dann wir können auf jeden Fall einen Fight anfangen hier. Moin Solo Gamer, grüß dich. Schulranzen. Ein Cowboy-Hut. Wer will hier der Country Boy sein? Nee, hab ich schon weggeschmissen. Ich habe jetzt einen Anglerhut. Warum kann ich mich nicht einsprühen? Oh! Jo, funktioniert alles. Wer war denn das denn? Ich. Ich laufe hier schon wie John Wick hier rum. Dieser scheiß Zombies, Alter. So, und so habe ich jetzt noch eine Weste. Zack. Jo, Weste habe ich auch. Makellos sogar. Ja, meine ist auch makellos. Ich kotze erstmal eine Runde. Hast du Desinfektionsmittel getrunken, statt dich einzusprühen, ha? Nee, ich hab. Alkoholiker. Eigentlich ist er abhängig. Braucht noch jemand so einen Jutesack? Ich hab Reis gegessen. Einen Jutesack kann man immer gut mitnehmen. Oh, ich hab Arbeitsschuhe gefunden. Zack. Gibt's noch irgendwo eine Weste oder so? Und Zombies. Eventuell töten die hier in der Nähe sind. Diese Polizei-Zombies, die droppen die. Aber Police war nix mehr, oder wie? Da war nur Police. Die Jacke. Oh, ich sterbe. Ein Sichel. Aha. Hat einer noch was zum Snacken? Ich hab. Jetzt kotzt er schon wieder. Ach, hör doch auf. Ich hab nur was zu trinken. Hier ist ein Schulrucksack. Ich hätte ein bisschen Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Ich glaube, das hilft sogar. Mein letzten Rest. Schon wieder ein Magazin gefunden. Da, was geht denn hier ab? Ich habe Fliezekacke. Sprechdurchfall. Sieht man das? Ja, man sieht es übelst kotzen. Ich renne mal zum Brunnen, der hier in der Stadt ist. Da bin ich jetzt auch gerade. Muss mal Körperpflege machen. Ach. Ich habe eine Autotür. Jetzt kommt er mit der Tür angelaufen. Nee, nee. Obwohl, stell dir vor, das wäre richtig gut. Ah, ich habe Stacheldraht. Wenn du so eine Autotür findest und dann noch Seile dran machst, als Trage zu nutzen oder als Hütten, weißt du? Endlich Katzenfutter gefunden. Nice. Erstmal. Als ich meinen Pflegedienst, mein Praktikum hatte, nur als ich noch in der Ausbildung war, da hat mir so eine demente Oma, die hat Katzenfutter in der Mikrowelle immer warm gemacht. Volle Lotte. Da kannst du dir vorstellen, wie es eine Bude gerochen hat. Richtig widerlich, ey. Da konntest du fast gar nicht reingehen, ne? Das war so eklig. Ich habe einen Schulranzen wieder gefunden. Halbschuhe. Iglu drauf. Das will dir was sagen. Aber du. Brunnen. Ich muss doch nicht trinken. Ich weiß jetzt schon, dass sie wieder alles auskotzt. Ja. Da kommt einer angelaufen. Longbird, Longbird. Hey, ich nicht. Nee, aber da läuft einer. Der macht das. Long Bird, Long Bird. Wo denn? Da auf der Straße. Ich knall ihn ab. Wo ist er? Hallo. Hallo. Ja, lauf Richtung Brunnen. Warte mal, Hände hoch oder ich schieße. Wegen der Mütze. Long Bird. Long Bird. Geil. Was ist das denn für eine Mütze? Die sieht mal scheiße aus. Alter, warum hat mein Typ denn rote Haare, Mann? Sieht wie, hab ich dich vorhin erschossen? Ron Weasley aus. Ja. Sorry. I'm friendly. I'm friendly. Oh, das ist wieder I'm friendly. Jungs, ich schieß. Ja, mach mal, mach mal. wo ist denn hier der? Der Longbird, Yeah, hier, hier, hier. Longbird. Willst du Moin. Nee, danke. I'm friendly. Da, was hast du denn alles drauf? Ich hab vieles. Guck mal, hier ist eine Steckdose.
Kannst du deinen roten Fuppert verstecken? Gib mir deine Birne. Oh, da kommt noch jemand. Das bin ich. Bewaffnet. Also ich will euch nur mal sagen, es kommen einige Banden jetzt hoch, ne? Also die sind mir nachher gerannt. Lubus, brauchst du ein Magazin für die Waffe? Lass doch mal weitergehen. Für die CR-61? Nee, ja. Hast du alles? Okay. Genau, ja. Ich hätte noch eine BK-18 und eine SSG-82 im Angebot, wenn so einer gebrauchen kann. Und was zum Essen? Immer noch. Und eine Flasche wäre mal nicht schlecht, dass ich das immer aus den Händen trinken muss mit meinen Pennerhandschuhen da. Hier, guck mal. Meine letzte Erdbeermarmelade. Marmelade. Erdbeermarmelade. Alle stürzen sie sich drauf. So, ich sortiere erstmal meinen. Dein Ernst? Die ist gleich so, hier ist eine MK2. Dein Ernst, Kollege? Das war meine. Hier ist noch eine MK2. Jetzt lauf. Ah, die MK2 nehme ich mir. Dann habe ich wenigstens mal eine Waffe. Einfach meine Marmelade weg. Ja, das war mein letztes Essen. Tötet ihn! Jetzt rennt er. Wir können auch ihn essen. Ey, guck mal, ich hab hier richtig schöne, tolle Armbinden. Das geht doch auch. Für jeden von uns. Wo denn? Oh, Pinke! Yeah! Longbird. Marcel, komm mal zurück, hol dir mal eine pinke Armbinde. Ja, ich komm. Pink passt doch zur Truppe, oder? Ey, das Singen reicht auch langsam. Sonst scheppert's gleich richtig. Anzugsjacke. Ich nehme mal die Binden trotzdem mal mit. So, wir müssen auf jeden Fall weiter in die nächste Stadt. Ja, ich hab Hunger. Essen und so. Ich sterbe. Wo seid ihr denn? Ach, immer noch am Brunnen. Nö, nicht. Oh. Ja, wo laufen hier wir denn? Hier ist eine neue Maske. Oh, ich habe hier eine super Maske gefunden. Wer will eine Maske? Welche Maske? Ich leg sie auf die Straße. Wo bist du denn? Ach, da. Ja. Obwohl, jetzt ziehe ich die selber auf. Hat jemand sein Auto rein vergessen? Ich gebe meine alte Maske ab. Ah, die ist das Stylo. Ich habe eine neue. Lass uns mal Richtung Pulkovo laufen. Mich interessieren mal die Shops, die da angezeichnet sind auf der Map. Wohin? Pulkovo. Pulkovo? Da hast du keinen Shop? Ah, doch, da. Doch. Ja, nee, das ist einfach nur ein Supermarkt. Da ach so, ein Supermarkt. Ah, okay. Findest du Essen? Ja, dann wir müssen wir da trotzdem hin. Ja, geh mal da mal in die Richtung. Und mal, dann mache ich mal den Marker. Den Marker mache ich mal weg. Wie die Leute hier rumrennen, ey. Da. Ja, der stirbt gleich, weil er mein Essen gegessen hat. 1,2 Kilometer. Der ist auch mal laufen. Warte mal. Erstmal hier noch die Gebäude looten. Vielleicht finden wir da noch was zu futtern. Der hat bestimmt schon alles geklaut und in seinen Schulrucksack reingepackt. Nee. Also überhaupt nicht auf. Darf ich schießen? Hab ich die Erlaubnis? Mach doch! Ich kann dir auch einen Hammer geben, kannst totknüppeln. Hier ist ein Auto. Welches? Nee. Kannst du, aber in der Mittelkonsole ist da irgendwas. Na, guck hier vorne wieder. Katzenfutter. Her damit. Guck mal, da drin steht einer. Darf ich schießen? Du weißt ja nicht, wer es ist, ne? Muss mal fragen. Er hat eine Stirnlampe. Boah, jetzt erstmal bergauf laufen. Ey, Jungs, ich kann laufen. Siehst du auch wieder in Farbe oder immer noch schwarz-weiß? Ja, es fängt so langsam an. Ich sehe zumindest mal die Wiese. Aber ich finde, das dauert immer vor lange, bis man dann wieder zur Normalität zurückkehrt. Das ist schon heftig. Er hat uns verloren. Hättest du uns verloren. Er ist bei mir. Und genug. Er hat uns verloren, weil wir einfach links in den Wald gelaufen sind. Er rennt unter der Straße irgendwo lang. Aber hier, Anja, hast du nicht Discord oder so? Ist doch viel besser. Hallo. Du redest, glaube ich, im Spiel auch. Hunger! Hat einer von euch Mike auch noch an im Spiel? Nee.
Okay, hat sich gerade so angehört. Es kann sein, dass du mich ab und zu mal doppelt hörst. Da wispert einer. Kaka! Kaka! Guru, Guru! Guru, Guru! Guru, Guru! Er kann was, was keiner kann. Ja, er müsste singen. So ein Elch wäre nicht schlecht. Ja, oder ein Bär einfach. Ja, Bär ist zu heftig. Aber ein Elch könnte man hinkriegen. Wieso, aber, warum hat zwei Magazine voll? Ich wollte gerade sagen, drei sogar. Also ich habe ja noch eine Pistole mit Challenger. Aber so schnell kann er nicht nachladen, wie der Bär zuschlägt. Ja. Ja, aber reichen da nicht 20 Schuss aus für so einen Bären? Warum nicht? Ist ja unrealistisch. Der Shepard. Kannst ja à la Ruski machen und mit den Fäusten gegen ihn antreten. Ja. Gib dir meinen Schlag. À la Ruski wäre, wenn ich den Bären zu meinem Haustier mache. Ja, wollte ich gerade sagen. Machst einen einfach einen auf Putin und reitest ihn. Ja. Ein Tanzbär. Oh, ich höre wieder meinen Magen knurren. Ich auch. Ja, genau. Wir machen eine polnische Taube. Kurwa, kurwa. Kurwa. Okay, der Hund auf dem hat einer ein Messer für mich? Dann baller ich mir schon Katzenfutter rein. Ich hab dir doch ein Messer gegeben. Ich kann dir ein Steakmesser anbieten. Oder kann ich mit dem Stein die Dose Ich hätte noch ein Kukri. Mal schon. Guck mal, hier ist ein Steakmesser. Ich probier's mal schnell mit dem Stein. Ich geh mal gerade unten die Farm looten. Vielleicht ist da irgendwas. Nee, das klappt nicht. Kurz mal nehmen. Kannst du behalten, ich hab noch eins. Dankeschön. Das finde ich das Geile an der Sie. Du kannst das Game einfach durchspielen. Oh, also ohne Pause. Nicht Würmer ausgraben, du sollst die scheiß Dose aufmachen. Nee, geht Würmer! Nicht. Ach, ich bin aus und doof, das hat ja eine Lasche, die Dose. Ja, moin. Habe ich jetzt gerade gesehen. Wir sind jetzt bei 3 Ochs Aok. Sprichst du jetzt Orkisch oder was? Korkso 3. Er hat auch gesagt gehabt, der ist bei Herr der Ringe. Oh, mein Magen knurrt. Ich muss mich beeilen. Ich habe noch eine große Katzenfutter, die gibt gerade richtig Power. Ja, warte. Ich bin ja jetzt schon fast da. Ein bisschen Catnip. Bin mal gespannt, ey, Supermarkt. Ich gehe auf jeden Fall direkt in die Bar. Was wirklich gut ist. Mein Magen dreht sich schon wieder. Und ich kotze mal wieder. Ja, sauber. Ja, klar, wer Katzenfutter frisst, ne? Nee, ich muss ins Wasser. Ich muss mal kurz hier Hände waschen und so einen Scheiß. Ja. Ist aber ein Minishop hier. Ja, das ist nur eine kleine Hochbude. Auch ein Mini-Dorf. Aber... Hier ist ein Tümpel. Vielleicht kannst du dir da die Hände waschen. Hat nicht einer von euch... Braucht einer nicht 12 GR-Patronen? Alter. Ja, Flintenmuni nehme ich. Ja, da ist Gummi. Da habe ich auch noch ein Päckchen. Flintenmuni nehme ich gerne. Das Gummigeschoss ist das, ne? Nehme ich auch. Tut auch weh. Weniger tödlich als Metallkugeln für Schrufdünnen, ne? Ja, toll. Im Supermarkt ist ja im Original nichts gewesen jetzt. Außerhalb Munition. So, dann lege ich mir jetzt einmal kurz hier rein. Ich geh jetzt erstmal in die Bar gucken, ob da noch was ist. Eine Kopflampe. Jawohl. Ich hab was gefunden. Ich hab eine Base gefunden. Eine Base? Ja. Oh, eine Base. KS Greim, danke für dein Follow. Und ich hab einen Bär gehört. Wo bist du? Oder irgendwas. Da bist du. Oder ein Elch. Wo ist denn die Base? Ich hab eine Pizza-Robe. Ach hier, yo. Wie kommen die denn auf? Ja. Enter Passcode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 00777 1980 89. 1, 2, 3, 4. Einfach 000. Das ist ein vierstelliger Code, den sich jeder selbst aussuchen kann. Nee, ist sogar, der ist gar nicht viel, der ist sogar sechsstellig. Oh, dann.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Kann man das nicht kaputt machen hier? Ja, ja, doch. Kannst drauf kloppen wie ein Verrückter mit einer Axt oder sowas. So, wir haben es ja nur damals reaktiviert gehabt, gell? Ja, aber nicht alles. KS Grime, das ist Daisy. Ich hab ein Feuerzeug und ich hab Hunger. Ich höre Schüsse. Echt? Echt? Ja. Ich bin auch hier bei dir. Wo links? Richtung Wald oben. Ach, da, warte mal, Fitzi ist bei mir. Ja, was ist denn? Nee, ich dachte Lukas hier. Hier hoch. Da hoch waren Schüsse. Achso, ich brauche hier Essen, weil sonst verreck ich. Mhm. Ja, wir brauchen alle Essen. Achso, ich guck mal, gönn dir ein bisschen. Müssen wir uns dann halt jetzt teilen. Ich hab schon gelbes Leben. Muss man Messer aufmachen. Ja. Hast du keins? Ja, doch, warte. Oh. Ich hab rotes Essen und rotes Leben. Das gibt's ja nicht. Hier gibt's ja gar nichts. Zur Not müssen wir Würmer fressen. Ey, hier ist Dosenspaghetti. Könnt ihr euch aufteilen? Ich hab noch gelbes Essen. Der rasiert sein Bart. Ja, moin. Das wollt ihr jetzt natürlich nicht machen. Jemand eine Priesterrobe haben? Eiskalt, ey. Einmal Bart rasiert. Wollt ihr noch ein bisschen Spaghetti? Oh. So, wer braucht noch? Ja, hier. Wo seid ihr? Was? Oben. Lass einfach fallen. Hier. Ja. Gönnt euch. Ja, gib mal ein bisschen Fisser. Oh, jetzt ist leer. das tut mir aber leid. So, die Hälfte lasse ich übrig. Okay. Ist gelb. Liegt. Okay. Wäre natürlich gut, wenn man irgendwen hier finden würde, der ein bisschen mehr Loot dabei hat, ne? Ja, die. Ja, Andi, kannst du. Also, wenn du bei uns hier in der Nähe bist, auf jeden Fall. Aber kannst du auch so beitreten. Wenn man ihn nicht direkt wieder umbringt, dann kann man den durchaus fragen, ja. I'm friendly. Was? Was? Oh. Eine Schnieper. Die Schnieper nehmen wir mit. Den Gürtel ziehen wir uns an. Ach nee, ich habe meine Bauchtasche. Ich hätte hier noch einen Gürtel bei mir im Haus. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Guck mal, da kommt Military Base, kommt ja auch gleich. Warte. Hier. Vor, hier drin. Da ist noch ein Gürtel drin. Ne? Ich hab noch eine Base gefunden. Hallo. Wo ist dein Gürtel? Da liegt oben irgendwo ein Gürtel drin. Konnte der Gürtel irgendwas oder war der einfach nur Gürtel? Das ist normaler Gürtel, aber da kannst du halt Waffenholster, Flasche und alles dran machen. Ach, der, weil er in der Jacke drin ist. Da hinten ja gerade. Wir sind jetzt gerade in Pulkovo. Also ich möchte auf jeden Fall noch zum Military Base kommen. Und dann bin ich auch durch. Aber trotzdem, also der Server, der ist ganz gut, ey. Was Loot und sowas angeht. Welche Military Base möchtest du denn? Also ich laufe jetzt gerade, ich wollte jetzt Richtung Rogovo laufen, weil da auch so ein Supermarkt nochmal ist. Hoch, VMC und Military Base. Genau, und da drüber, genau, VMC Military Base. Wo, man? VC erstmal? Ja, VMC. Also einfach nur Straße hoch. Ist markiert. Also sollen wir dann Pogorevka noch gerade mitnehmen? Popo was? Ja, genau, da laufe ich jetzt, genau, das nehmen wir mit. Pogorevka. Pogorevka können wir auch noch mitnehmen. Ach so, nach links. Ich will jetzt einfach geradeaus nach Rogovo. Mir ist das auch egal. Ich laufe jetzt. Ach komm, ich laufe jetzt auch Richtung Rogova. Rogova und dann zum Military. Dann stirben wir eh, weil wir kein Essen haben.
Ja, die Map, also theoretisch gibt es hier Autos, aber eigentlich läuft man überwiegend. Muss halt die Teile suchen für die Autos. Ja, genau, muss ja erstmal dein Auto da wie bei Pimp My Ride oder West Coast Custom zusammenbauen. Manche Server haben gar keine Autos drauf. Die musst du dann beim Shelter kaufen. Den gibt's auch. Guck mal, das ist doch eine große City, ich gehe da jetzt hin. Jo. Wir sind jetzt zu zweit. Fister und Chris. Ich. Wo ist der Rest? Ja, die anderen Freunde. Airdrop. Airdrop. Mogilevka. Gut war. Wo ist denn der Airdrop? In. Oh, Ewigkeiten weit weg. Oh, müssen wir jetzt zurücklaufen? Ja, nee. Hab ich schon wieder Durst, leck mir am Arsch. Wir können uns eine Dose teilen, wenn du möchtest. Nee, ich habe eine große Wasserflasche, aber danke. Ja, gut, okay. Ich hab's so gut gemerkt, ja. Oh, ich schau noch mal eine Base. Ach, ich werde eh gleich sterben, hab schon rotes Leben. Ich bin jetzt da oben bei Rokobo. Ja, guck mir nicht zu! Guck weg! Ich will die Haare halten. Ich bin jetzt sogar. Ich hab eine Kurzhaarfrisur, glaube ich. So gut ist das Wasser drinnen. Du brauchst eigentlich Medizin, ne? Ja. Eigentlich müssen wir zum Arzt. Immer hier vorne nix. Machen wir denn Krankenhaus? Sunny House, gar nix. Kleiner Tanke. Was denn? Der beschissenste Weg, den wir hier laufen, aber egal, hilft nix. Wer braucht da hier was essen? Fitzi. Glaube ich, ne? Ich hab genug. Oh, ich habe auch eine coole Maske gefunden. Fitzi, Gegenpart zu dir. Oh, in weiß. Oh, jo. Auch nice. Oh, in weiß. Auch nice. Soll ich dir den Gnadenstoß geben? Greim, dazu am Mittwoch. Vlog. Da siehst du, wie es läuft. Oh. Oh. Da wird geschossen, links. Nee, oh ja, er wird geschossen. Ja, aber das war einer, das war Fitzi. Ich höre den Airdrop. Ja, der fliegt hinter dir. Vor uns ist wer, vor uns, der stehen geblieben. Kann nicht, dass es Andi ist. Das ist ein Zombie? Nein, das bin ich. Das ist ein Zombie, wa? Alter, am Boden, ja. Immer noch. Also ich renne dann her. Boah. Oh, da hinten, warte mal, da in dem Haus. Da war ein Spieler, glaube ich. Wo? Alter, hier sind auch viele Zombies. Ja, du bist jetzt da ins Haus gelaufen. Ich überlebe das nicht. Da ist er, da ist er, da ist er. Andi, bist du hier in Rogovo? Ja, am Brunnen. Immer noch. Okay, okay, dann bist du was. Ja, gut. Hast schon die Knifte rausgeholt, ey. Ja, ich hab die ganze Zeit draußen. Oh, ich hab Cracker gefunden. Komm her, Fitzi. Hast du Crack? Crack. Guck auf den Boden. Oh, er hat Crack. Gib mir aber lass mir was. Aber lass mir was übrig, weil ich hab nämlich auch rotes Leben. Haupt ihr selber Cracker. Er ist damit ganz leer. Ja. Hallo. Oh, ja. Mir ist auch kalt und nass. Oh, mimi. Ich guck mal hier ins Haus rein. Ich kann nicht mehr laufen. Nein, fickt euch alle. Haut's ab von mir. Guck mal, hier, deiner wollte hier eine anbauen. Ach, hier ist eine Base. Klopf, klopf, wer zu Hause? Seid ihr erst da? Hallo? Nein, ich hab was an meiner Ferse. Was hab ich denn an meiner Ferse? Du, Dekel? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind meine Klamotten so langsam beschädigt. Ich muss die nähen. Nee, obwohl, jetzt habe ich so ein richtiges Penner-Outfit. Hat man von außen irgendwie eine Kiste hier? Nimm hier. Ah, erstmal ich was bin trinken. Down. Ich bin sowas von down. Ah, ich habe einen Cut. Okay, ich den ersten Penner habe ich. Oh, der hat eine Cola. Ich sipp mir mal Zucker. Moin, Randfichte. Was macht ihr denn da? Jetzt habe ich zwei Cuts.
Wir versuchen zu überleben. Ja, oh. Andi hat doch. Ich fall gleich um. Boah, meine letzte Dose, tut mir leid. Komm, mach hinne. Wo bist du? So. Ah, ich hab noch eine Dose. Wenn er am Brunnen kommt. Schnell. Ja, wir sind ja ganz woanders, wir sind ja in einer komplett anderen Stadt. Ah, oh, guck mal, ich hab eine Dose Futter und ich hab einen Dosenöffner. Guck mal, er hat einen Rucksack. Ja, ja, guck bei dem nochmal nach. Da ist nichts drin. Ich hab oh, aber Dosen. Fuck. Ciao. Tot. Geh weg. Ich finde hier auch nichts. Wo ist mein Verband? 2, 2, 2, gib ihm. Oh, schneller. Pass auf, ich mach schon mal das Essen auf. Und dann können wir uns eine Dose teilen. Jetzt wird ein Trauerspiel, sag ich dir gleich. Das ist die letzte Mahlzeit. Du als erstes. Ich glaube, wir müssen uns umbringen. Nee. Komm, erst du als erstes. Los, hopp. Oh ja, der Pfeil geht nach oben bei Leben. Ja, sag ich doch. Oh, jetzt die Dose leer. Pfeil. Vorsicht, da hinten sind ganz viele Zombies. Boah, du hast jetzt andere Klamotten an, ne? Ich hab nur eine andere Jacke an. Ja, genau. Also das war wieder so ein Zucken bei mir im Finger. Ich kotze schon wieder raus. Ach, Mann. Willst du hier so ein Priester-Outfit? Vielleicht geht's dir dann besser. Vielleicht kannst du den Dämonen damit austreiben. Also warte mal. Ist irgendwas so dermaßen bei mir? Also ich hab jetzt einen Cowboy-Hut auf. Also ich lauf schon mal Richtung Military Base. Weil ich da dann wahrscheinlich irgendwo in den Nähe rausgehen werde. Warte mal, kannst du mich damit einsprühen? Ich schmeiß hier mal was hin. Kannst du mich damit einsprühen? Nein. Ja, stimmt, Adler. Ja, ich habe da jetzt nicht auf die Bandage gar nicht geachtet. Auf die Armbinde. Desinfektionsmittel brauchst du eigentlich nur, wenn du dir Verband durch Klamotten herstellst, dass du es desinfizieren kannst. Ja. Ich hätte gesagt, wir rennen auch nicht. Warst du hier in dem Haus drin? Ich kann nicht mehr laufen, ich bin Game Over. Warst du hier in dem Haus drin? Nee, da ist eine Base drin. Da kommen wir nicht rein. Im Haus dahinter kannst du gucken. Guck mal zur Tankstelle, ich hoppe. Egal, ich pfeife mir nochmal Wasser rein. Oh nein. Bei mir wird's jetzt auch rot. Ich bin mitten in nirgendwo. Ich trinke einen Schluck Wasser, was sauber ist. Läuft da gerade einer von euch? Aus der Stadt raus? Ja, ich. Ah, okay. Das ist gerade so ein richtiges Trauerspiel, ja, Cowboy-Hut, schwarz. Ja, den habe ich jetzt nicht erkannt. Ein Hammer. Super. Bist du Fitzi? Unten an der Tanke. Okay. Wenigstens habe ich mir jetzt noch einen Fischerhut aufgesetzt. Ich glaube jetzt Richtung VMC, Militär. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg hin. Ich bin hinter euch. Wir können in die nächste Stadt robben. Komm, wir robben in die nächste Stadt. Da ist schon alles leer geräubert. Ja. In Rogovo? Ja. Ja, ihr habt eben gesagt, in die andere wollt ihr nicht. Ja, wir rennen jetzt nach Rogovo, weil wir müssen in die Richtung. Stopp. Hütchen. Hast du es erwischt? Wir brauchen Lagerfeuer. Kannst du doch roh essen, was los? Nee. Ja, nee, da kotzt du wieder, bin ich noch mit tot. Ich weiß nicht, geht in die Stadt und macht das. Drin was an. Ich hör's noch. Ich lieg da. Klar, nimm die Flinte. Ey, guck mal, Marcel, die hat ein rotes Leben. Ja, aber auch nichts gefunden, ne? Wir haben. Also. Bei uns ist das Leben ja schon rot. Ich habe extra Handschuhe für Fitzi. Wo ist Spawn nicht? Also ich habe keine Munition. Bist du tot? Ich bin tot.
So, nimm die Flinte raus. Wo bist du denn? Kann man dich nicht reanimieren? In der Nähe Straße und. William, willkommen bei der bärtigen Truppe. Danke für die Mitgliedschaft. Vielen Dank für deinen Support. Da ist die Flinte. Da sind noch ein paar Schuss, eine große Wasserflasche. Bedien dich. Warst du schon auf dem Weg zu mir, oder was? Ich stand hinter dir. Komm, ich renne jetzt einfach schnell 400 Meter noch. Deine Leiche ist hier aber nirgendwo, ne? Jetzt, hatte ich vorhin auch. Da haben mich Zombies tot geballert und dann bin ich, weiß nicht, 5 Meter weiter weg. Noch, aber an der Straße. Lag ich dann da. Was gibt's denn da jetzt hier in der Nähe? Ich hab nur 500 Meter. Bin ich da. Ja, von Elektro laufen mal wieder. Boah. Aber hilft ja nix. Ja, hilft nix, ja. Ah, hier die Base, die kenne ich sogar noch. Ja, ein Elch. Oder Hirsch oder was. Ja, ich habe auch irgendwas gehört jetzt. Den müssen wir töten. Es wird auch dunkel, ne? Müsste eigentlich da gleich daneben liegen. Ich bin gerade schon wieder das ganze Waldstück hier, also was heißt Waldstück, das komische Grünstück da durchgegangen, da ist nirgendwo was. Da an der hohen Wiese links. Ich war vielleicht einen Meter hinter dir. So, jetzt gib mir mal hier Essen. Ah, der Marker 1, der ist sogar noch aktiv. Ah ja, es sind nur 10 Kilometer. Wir haben gerade hineingerannt bei dem VMC Militär. Da hat gerade jemand hineingerannt. Ja, ich. Okay. Sehr wahrscheinlich. Oh oh. Jetzt wird mein Essen rot. Ich finde deinen Stuff nicht. Ist wurscht. Na, dann komme ich mal rein. Auf dem Airfield waren wir gerade eben schon. Ich ne Shotgun. Richtlanger. Richtig, ja, das bin ich, genau. Ich hab noch 200 Meter. Ich leg mal die Zombies ab. Ich lieb mal das Feuer. Hey, komm mal jetzt gar nicht rein. Ich hab da eine Leiche gefunden. Nee. Das ist ein Zombie. Nee, also Fitzi ist schrecklich leid, ich finde dein Zeugs nicht. Ist doch wurscht. Oh, Messerling, mal mit. Doch, ich hab dich gefunden jetzt. Eine Messer. Ja, da hast du wenigstens eine Wasserflasche. Oh. Was ist das denn für eine Maske mitnehmen? Wie geil ist die denn? Ich hab Zombies freigeräumt, aber die kommen wieder. Scheiße. Warte mal, was ist das denn? Ja, oh jo! Und eine KS-74U. Maske auf Ghost mit der Maske. Ja, so in etwa. Du hast dich beschwert über Essen, wenn du doch Essen hattest, mehr als genug. Ich hab's die ganze Zeit ausgekotzt, die Katzenfutter, das hat nicht geholfen. Okay, pass auf, ich nehme noch deine Schrotflinten mit. Scheiße, die kann ich so nicht mitnehmen. Also ich versuche deine ganzen Klamotten mitzunehmen, da brauchst du nicht viel. Ach, alles gut, ich loot die neu einfach. Ich hab ja alles. Hab ich. Ja, ich bin 11.000 Kilometer entfernt, ich bin irgendwie komplett woanders gespawnt. Das ist schlimm. Boss, auf jeden Fall, wenn du Apps nicht findest, ist das schlimm. Ich habe alles von dir dabei. Ich habe deine Binde. Sie benutzt? Deine Binde. Ja. Oh, riecht die auch nach was? Wenn du wüsstest, aber. Wer schießt denn da? Ich. Ich habe keine Lust, die. Er schießt auf alle Zombies einfach. Und deine ganzen Klamotten habe ich auch dabei. Nee, außer deinen Rucksack, den krieg ich wahrscheinlich nicht mit. Ach, alles gut. Doch, den krieg ich auch mit, wenn ich den so mitnehme. Ich bin rot. So, also Fitzi, ich hab alles dabei von dir.
Oh yeah. Oh shit. Ich hab Hunger. Jo. Ich suche jetzt hier auch ganz viel. Natürlich kommen die jetzt alle angelaufen. Was habe ich getan? Ja, wenn du schießt wie ein Verrückter. Ja, ja. Wer kann, der kann, ne? Oh, ich bin am Bluten. Noch einer. Oha. Ja, ich bin tot. Ich werde tot sein. Ja, ich bin ohnmächtig. Wo liegst du denn? Ja, gute Frage. Ich liege am Rand. Unten ist ja von der Ecke, das ist ja ein Dreieck, ne? Unten rechts ist ja ein Turm und da an der Mauer entlang, da kommt ein dickeres Stück, was so auf der Map angezeigt wird und da drüber noch. Scheiße. Ich würde einfach sagen, wir suchen uns dann einen Server, wo man Truppen machen kann. Wo man sich markieren kann. Dann ich lebe wieder. Ich bin wieder da. Also hier sind auf jeden Fall jede Menge tote Zombies. Hier, hinter dir, hinter dir. Ich bin auf Fighten. Ruhe brauchst du ja nicht, weil die bringst du ja nochmal mit. Okay. So. Was ein Comeback. Ja. Ich weiß, dass die Zombies angelockt werden. Ich will aber schießen, verdammt nochmal. Versteht das denn keiner? Ja. Wenn du schießt, lockst du Zombies an. Ja, danke schön. Das ist ein kleiner Gott, ey. Dass mir immer wieder gesagt wird, wie ich spielen soll. Oder worauf ich achten soll. Lasst mich einfach spielen. Ich will einfach meinen Spaß haben, verfickt nochmal. So. Ja, hier schon mal jemand gesagt, dass du damit Zombies anlockst? Ja, tatsächlich. So der ein oder andere. Ey, ja. Zumal, Leute, ich habe auch DayZ gesuchtet. Ich weiß, wie das Game auch funktioniert. Ich weiß nur nicht, wie man hier was craftet. So, ich weiß, gewisse Dinge weiß ich auf jeden Fall noch. Zum Beispiel, wie man Zombies anlockt? Ja, zum Beispiel. Das kann ich nämlich am besten. Oh, geil, neue Adidas-Sneaker. Pink. Heller. So, hier ist nochmal so ein Militärrucksack. So. Mit 50 Slots. Mach Meter. Ich sammle hier gerade Essen ohne Ende. Ich bin hier gerade am Essen farmen, weil hier war gefühlt, glaube ich, noch kein Mensch, wo ich bin. So, warte mal. Jetzt habe ich nochmal 19 Schuss. So, ich schieße jetzt gleich wieder rum, ne? Nicht wundern. Ich weiß, dass ich dadurch Zombies anlocke. Ich weiß es. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Seid ihr schon VMC? Ja, nein, vielleicht? Ja. Oh! Oh, Maschallah, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, auf Wiedersehen. Gute Nacht, ey. Voll die fette Weste gefunden. Eine Ergänzungstasche. Warte mal, Ergänzungstasche? Womit muss ich die denn tauschen? Die Ergänzungstasche kannst du normalerweise an eine gewisse Weste dran machen. An der Sturmweste. Genau. Schade, ich habe nur die Feldweste. Wanderrucksack. Ey, wie siehst du denn aus? Gut, ne? Wie aus dem Brunnen gestiegen. So, hier ist nochmal eine BK-18. Wintermädchen, danke für dein Follow. Armeetasche. Kann man das irgendwo nochmal mit dran machen? Nee. Ja, Drake, ich weiß, dass du meine Frage beantwortet hast. Oh, shit. Ja, Essen sieht schlecht aus. Also Equipment ist hier wirklich viel, aber Essen fehlt jetzt wieder. 64 Schuss Bison-Magazin. Rogova habt ihr schon gelootet, ne? Ja, genau. Ja, moin, hier liegt ein toter Spieler. Achso, das ist Andi. Ja. Hier liegt ein toter Spieler.
Ja. Weil der ja mal so frei sein und dir helfen, wegen Zombies. Mein Gott, bist aber blass. Siehst nicht gut aus. Also, ich glaube, ich lock aus, weil bei mir kommt es jetzt auch wieder so langsam, dass alles gelb und rot und keine Ahnung was ist. Glaube ich hier aus. Jetzt dann ausloggen. Hä? Wieso möchtest du denn ausloggen? Weil es schon 23.10 Uhr ist und ich arbeiten muss. Jetzt hat aber das auch keine Ausrede hier. Hä? Eine Ausrede ist es ja nicht. Eine Ausrede ist es ja nicht. Also früher, ne, als man noch jung war, da ging noch ein paar Stündchen mehr, ne? Wie alt bist du? Älter als du. Ja. Das ist nicht schwer. Ja, das ist. Allerdings. Ja. Die alten Säcke, ey. Ach, jetzt habe ich Fitzis Rucksack liegen lassen. Ja, Gott. Tja. Jo, ja gut, Leute. Also, das war jetzt DayZ Folge 1. Ich bin mal gespannt, ob da noch mehr Streams bei rumkommen werden von DayZ. Denn ich muss sagen, das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Im Vergleich zu vor 10 Jahren ist das natürlich wieder was ganz anderes. Ne? Also das mit dem Essen, das war damals nicht so extrem. Mit dem Trinken und sowas. Man hat überall etwas gefunden. Equipment hat man jetzt auch ganz gut gefunden. Jetzt gerade in der Military Base. Ich meine, das ist jetzt ein Server, der gemoddet war. Vielleicht müssen wir das nächste Mal auf einen Server draufgehen, wo auch die PlayStation-Spieler drauf können. Sodass wer mitzocken möchte, theoretisch auch mitmachen kann. Wir schauen einfach mal. Mittwoch um 20 Uhr geht's weiter. Ich denke mal, es wird mit MWZ weitergehen. Wie gesagt, Twitch bleibt jetzt parallel. Wer es noch nicht gemacht hat, natürlich gerne Like und Abo da lassen. Und wer auch noch mag und kann, kann gerne auch auf Twitch einen kostenlosen Sub da sein. Wenn ihr Prime-Mitglieder seid, könnt ihr kostenlosen Sub da lassen. Und ja, ich denke mal, das war jetzt mal was Neues, was Gutes. Für mich war es eine super Abwechslung. Es hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal auf jeden Fall wieder. Ja, demnach danke euch allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut und dann würde ich sagen, bis dahin.